Hier waren wir das letzte Mal. Wir haben das Rätsel in diesen Gängen, in diesen orientalisch aussehenden Gängen da weiter oben gelöst. Wir haben ganz viele von diesen Türen nacheinander, Hebelrätsel aufgemacht, durchgegangen sind wir und so weiter. Und jetzt sind wir gerade frisch hier unten angekommen, in diesem Raum bei dieser Nocturnal-Statue. Oh. Und wie es aussieht, geht hinter uns direkt das Gitter zu. Aber wir haben nicht geguckt, was hier passiert. Deswegen, das ist jetzt hier voll fresh. Das ist the freshness. Das da hinten sieht aus wie ein Teleporter. Trete mal in die Mitte. Büste des Grauen Fuchses. Jeder wird versucht über die Zeit. Finde die Steine der Versuchung und wähle deinen Weg. Okay. Leere Truhe. Stein der Versuchung? Kann ich... Drück den Knopf! Passiert nichts. Okay. Finde die Steine der Versuchung und entscheide dich für einen Weg. Dann probieren wir das doch mal. Würde ich mal sagen, probieren wir das doch mal. Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie einen Bodenknopf drücken. Hier. Halle. Geld ist laut. Halle des versuchenden Centurios. So, oh, Dwemer-Ruine. Okay. Hallen des Westens. Dann probieren wir das doch mal aus. Mit drei Wegen. Weiß nicht genau, was ich hier machen soll, aber... Okay, Steine der Versuchung, oder was war das? Das soll ich hier holen. Ich versuche es mal wieder zuerst in guter alter Diebesmanier. Und zwar schleichend. Kann ich garantieren, dass das funktionieren wird, aber wir können es zumindest mal versuchen. Die Sache ist, wie leicht oder schwer können einen Maschinen entdecken? Können die einen schwerer finden als NPCs? Ah, das war knapp. Aber gerade noch so, meine Leute. Hat es vielleicht hier einen Hintereingang oder so? Das wäre vielleicht ganz nett. Ich glaube nicht. Der erste saubere Raum in Skyrim, ja, echt so. Warte. Stein der Gesundheit. Kraft des Lebenssteins hinzugefügt. Kraft des Lebenssteins, was ist es denn? Kraft. Kraft des Lebenssteins da. Gesundheit wird um... What? Um 5000 Punkte erhöht? What? 5000 Gesundheit? Weird. Hast du denn die Belohnung in Cold Harbor bekommen? Ja. Aber die Belohnung in Cold Harbor war ein bisschen blöd. Oh, das reicht gerade noch so vom Schleichtempo her. Die Belohnung in Cold Harbor war ein Ring, der mich ja Türen und Truhen entdecken lässt, durch Wände durchsehen lässt. Das einzige Mal, als ich versucht habe, ihn auszurüsten, ist halt Skyrim gecrashed. Eiskalt abgestürzt. Deswegen... ich weiß nicht, wie schnell ich das nochmal probieren werde, auszurüsten. Aber solange wir es nicht wirklich brauchen, werde ich das erstmal jetzt nicht ausrüsten. Ja, macht Kisten sichtbarer, ja. Ich glaube, so wie Leben-Entdecken-Zauber, bloß halt, dass statt Personen halt Kisten und Türen anfangen zu leuchten. Irgendwie so. Das nehme ich mal ganz stark an. Hallo Sternsaphir. Stone wird Tank. Ja, ich glaube es auch. Oh, lauf! Stein der Ausdauer, ey. Gibt mir das auch so einen kranken Boost? 5000 Ausdauer, ja, Mann. Voll gut. Gar nicht overpowered. Voll gut. Dieses Mal aber schnell durchlaufen hier. Im Schnelldurchlauf.
Ich frage mich, ob die schwieriger zu killen sind als normale Centurios. Müsste man mal gucken. Ja, ja. Also falls du dich genau fragst, was wir bekommen haben, wir haben als besondere Belohnung das hier bekommen. Adlerauge da. Türen und Truhen um euch herum werden hervorgehoben. Und zwar mit dem Amulett aus Molag Baals Welt, da wurde ja alles so lila und dann konnte man, also der gesamte Bildschirm wurde lila und man hatte die Leute herumlaufen sehen. Warte, ich weiß nicht, ich müsste das sogar noch haben, glaube ich, ne? Dieses Amulett. Warte, welches Amulett habe ich jetzt? Habe ich überhaupt? Oh, ich habe gerade gar kein Amulett an, oder? Tatsächlich. Da, rechtes Auge von Kalthafen, das da. Das hier, ne? Da siehst du die Roboter, da. Und ich sag mal, und dieses Truhending, dieses andere Ding lässt alles grün leuchten, aber das war halt, ja, da ist dann halt, ne, weißt du Bescheid, gecrashed. Ich glaube nicht, dass man diese Kräfte auf Dauer behält. Ja, das wäre auch ein bisschen zu overpowered, ne. Das ist ein bisschen zu derbe. Endlos Stealth-Rolle, ja. Mein Stealth-Skill oder... Ich weiß nicht, was für ein Skill muss hoch genug sein? Ich glaube Stealth, oder? Ist leider nicht hoch genug. Für die Rolle. So, jetzt habe ich alle drei Steine. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück. Wo findet man nochmal die Mod-Liste? Genau, mit Ausrufezeichen Mods im Chat. So ist es, da steht alles drauf. Ich habe jetzt heute nichts Neues draufgeschmissen oder so, weil wir das hier jetzt erstmal spielen. Weil wir das erstmal machen. Grey Cowl of Nocturnal. Und wenn wir hier aus dieser schönen Welt draußen sind, dann slappe ich uns nochmal ein paar Sachen hintereinander zusammen. Und hallo Manfred übrigens. Momfred meine ich natürlich. Momfred! Oh, jetzt ist da hinten ein Teleporter. Okay. Warte. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Wahrscheinlich hier in die Truhe ablegen oder so? Überall 5000. Was passiert denn, wenn ich die Steine nicht in die Truhe... Oder, warte mal kurz. Öffnet sich dann da hinten das Gitter oder sowas? Wo habe ich mir denn die Steine überhaupt hier reingelegt? Dieses Geräusch! Ich habe jetzt nicht irgendwie... Ich habe mir nicht gemerkt, wie die Steine heißen. Wegen... Ach da, Stein, Ausdauer, Gesundheit und so weiter, ja. Oh, okay, dann beide Teleporter gehen aus und dann kann ich weitergehen. Und der Inhalt der Truhe ist leer, okay. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn ich sage... Fuck dies und let's go. Breche die Quest ab und gehe nach Himmelsrand. Nice. Das mache ich mal. Die Steine nehmen wir mit. Brech die Quest ab. So. Perfekt. 5000 Gesundheit. Wir brechen Grey Cowl of Nocturnal ab. Ich meine, das ist gutes Angebot. Das können wir so lassen im Prinzip. Kann man in Sky UI die Tabelle so sortieren, dass getragene Sachen zusammen angezeigt werden? Oh. Gut, das war wohl der Nachteil. Dammit! War das Absicht? Wollten... Ich nehme an, das war Absicht, dass sie mich halt töten wollten. Probier ich nochmal. Oh, ich hab eigentlich... Ja, okay, das ist... ja. Oh, Scheißendreck, was ist hier los? Ich habe das Gefühl, sie wollen mir die Steine nicht übergeben. Mist! Ich meine, gut, 5000 Leben ist auch ein bisschen krass übertrieben. Und was ist, wenn ich jetzt ein Mittelding draus mache? Wenn ich quasi alle Steine hier drinnen ablege... Weißt du, ich habe die Steine weggegeben, aber breche dann ab.
Macht TCL. Ja, das würde natürlich... Oder ätherische Gestalt, stimmt. Aber ich glaube, ich kann das nicht in der Luft benutzen. Oder ätherische Gestalt, das wäre witzig, wenn das geht. What? Gier ist nie gut im Leben, Stone. Was für Gier? Ich versuche mir das nur ein bisschen... Was war das? Ladescreen, Ausschnitt, wie ich nochmal durch die Luft fliege. Normaler, what? Warte. Was ist, wenn ich... Das ist eine Sache, die ich kurz austesten will. Hier ätherische Gestalt. Das wäre so witzig, wenn das funktionieren würde. Nein, ich habe meinen Buff entfernt bekommen. Nein! Okay, ich gebe auf. Wieso fühle ich mich gerade an Sheogorath erinnert? Er macht auch so kranken Scheiß. Okay, die Message ist klar. Auch wenn wir ein dreckiger Dieb sind und so weiter, wir dürfen die Sachen nicht behalten. Ansonsten geht die Mod nicht weiter. Ja. Ansonsten, erstens, die Mod geht nicht weiter und zweitens, sie killt uns. Zweitens, sie killt uns einfach. Okay. Wäre aber lustig gewesen, wenn wir geschafft hätten, den Test noch ein bisschen auszutricksen. Also ich meine, es war natürlich logisch, dass man nicht mit 5000 extra Gesundheit und so weiter einfach weitermachen kann. Das wäre krass gewesen. Aber ja. Oh, warte. Warte. Ich habe in dem Raum gerade eben... Okay, ich hatte nichts vibriert. Vision der Alten immer mal wieder benutzen. Kannst du nicht in der Luft schreien? Nein, habe ich vorhin schon versucht. ID merken und geben. Nein, Leute, da ist doch gar kein Witz mehr dran, wenn ich mir die Steine einfach ercheate oder mich unsterblich cheate. Weil dann könnte ich doch genauso mit einem Cheat meine Werte direkt erhöhen. Da muss ich mir nicht die Steine irgendwie ercheaten oder sowas. Ist ja Schwachsinn. Ne? Deswegen... Hallo, extra Boni hier vielleicht? Dieser Ton da vibriert mein Gehirn. Ja, meins auch. Meins auch. Sonst noch irgendwas anderes? Oh, siehste. Siehste. Ich hätte das eigentlich hinter jeder dieser Türen ausprobieren sollen. Und jetzt? Jetzt bin ich halt hier drin, aber... Habe ich das auch für irgend... Oh! Ich wollte gerade sagen, habe ich das auch für irgendwas gemacht oder einfach nur zum Begaffen von Nocturnal von ganz nah? Oh, Nocturnal, hallo! Diese schöne Steinmaserung! What? Oder muss ich das alles hier im gleichen Zug machen? Okay. War von der anderen Seite auch noch irgendwas? Nee, das war nur dieser eine Hebel hier, okay. Also Gitter Nummer 1 wurde entfernt. Müssen wir noch Gitter Nummer 2 finden. Nocturne hat schöne Augen, gell? So schöne Augen, so mechanisch. Ein mechanischer, harter Kreis. Oh. Was ist hier gerade eben passiert? Irgendwas ist hier gerade eben passiert. Auf der anderen Seite dieser Mauer. Okay. Okay. Hier ist noch ein Hebel. Der Hebel hat wahrscheinlich die Tür aus dem letzten Raum geöffnet, wo wir gerade eben waren. Geh mal zuerst mal da gucken. Hallo Raven, guten Abend.
Immer, genau, jetzt ist hier offen. Immer wenn ich sowas höre wie, boah, dieser Ton, der vibriert mein Gehirn oder irgendwie sowas, dann muss ich immer so an diesen einen beeinflussenden Ton denken. Ne? Warte, hier könnte das auch irgendwo passiert sein. Ne? Oder auch nicht. An diesen einen Ton denken von Pokémon. Der damals die Leute in den Wahnsinn getrieben hat, in irgendeiner japanischen Originalversion. Der wahnsinnig machende Ton. Immer noch hinter der Wand. Okay. Oh, jetzt können wir hier weiter, siehst du mal. Ja, und sonst so? Nix hier, nix da. Ein Licht in der Mitte. Wahrscheinlich das nächste Rätsel. Stiefel von Federfußjack. War das auch nicht etwas von Oblivion? Federfußjack? Federfußjack! Ich habe Angst, dass hier der Boden gleich einstürzen wird oder so. Soll ich die mal mitnehmen? Lavandia-Musik, genau, Lavandia-Theme. Die haben doch irgendwie so mega hoch die Akrobatik gesetzt. Wissen die? Stiefel. Achso, ja, ich habe jetzt nach Federfuß oben geguckt. Diese Stiefel gehörten einst dem berüchtigten Federfuß Jack. Man sagt, die athletischen Fähigkeiten des Trägers verbessern sich ungemein. Ja, okay. Ach, vielleicht können wir hier sogar testen, einfach so. Wow! Die Sprünge höher? Oh! Man kann auf jeden Fall weiter springen. Hui! Ach, Jack, Sprungferse eigentlich in der Oblivion-Übersetzung. Ah, stimmt ja. Wo ist doch irgendwas mit Ferse oder so? Oh, das ist nett. Oh! Fuck! Ich wollte eigentlich nur umgucken, was hier unten ist. Aber das ist auch nicht schlecht. Dann können wir gucken, ob hier irgendwo... Boah, das fährt echt ziemlich weit hoch. Dann können wir gucken, ob hier unten irgendwo etwas erscheint oder so. Das fährt echt ganz nach oben, kann es sein? Es gibt keinerlei Beweise, dass das wirklich irgendetwas bewirkt hat und man kann keine Unterschiede zwischen der Musik in den japanischen internationalen Versionen erkennen. Auch nicht mit moderner Technik. Tja. Tja. Alter, wie weit fährt das noch? Aufhören! Ich will eigentlich vor allem gucken, weißt du... Ah ja, okay. Ich will eigentlich vor allem gucken, ob hier ganz unten, weißt du, wenn es ganz hoch gefahren ist, dass dann in dieser Wand so eine Tür drin ist mit einem extra Lootraum oder sowas. Spielst du eigentlich noch aktiv Oblivion? Nee. Nee. Okay. Was ist der hintere Hebel? Das gleiche. Okay. Okay. Na gut, dann machen wir halt so. Raven, vielen Dank, Raven. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Irgendwo, glaube ich, haben sie einen Raum rausgenommen, wo ein Buch drin war. Möglich. Boah, ey, hätte ich gewusst, dass das so lange dauert. Aber da kann ich vielleicht einfach eine Stunde warten und dann ist das Ding einfach unten? Scheiße. Vielleicht nochmal eine Stunde warten? Mist. Jedes Mal, wenn ich anfange zu warten, denkt sich dieser Fahrstuhl auch, weißt du was? Dann warte ich auch. Mist. Dieser lilane Schein. Das ist, glaube ich, weil ich habe ja einmal eine Mod installiert, die die ganzen Zauber richtig scheinen lässt. Also auch in First Person scheinen lässt, dass wenn du einen Zauber rausholst, dass dann alles schön beleuchtet wird. Ich finde es voll komisch. Ach nee, okay, guck mal. Bei den anderen Zaubern funktioniert das nicht. Hm.
Weil ich hatte jetzt zuerst gedacht, hö, wenn alle Zauber aus der dritten Person so richtig leuchten, warum haben sie das denn nicht einfach gemacht, auch für die, naja, halt, für die erste Person? Da geht's nämlich nicht, warum auch immer. So, gut, dann lass mal hochgehen. Erinnert mich an den langsamen Fahrstuhl aus Dragon Age Inquisition in dem DLC mit den Zwergen. Hm. Ne, da geht's nur nach unten. Da geht's nur nach unten, da will ich nicht raus. Ich glaube, das Ding fährt echt komplett an die Decke, bis ganz nach oben. Jetzt wollen wir aber nicht gleich hier an die Decke gehen, hallo? Oh Gott. Soweit ich... Next Town, das ist, soweit ich weiß, der normale Schein von Nocturnal, okay. Da sieht auch nicht aus, als ob da irgendein besonderer Gang wäre oder so. Ich fahre mal nach ganz, ganz oben. Da, hier, da. Das sieht korrekt aus. Oh Gott. Okay, ich dachte, der wird mich sonst zerquetschen. Die neuen Stiefel sind so empfindlich. Los, los, los. Ah. Raven, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseblatt. Ich versuche echt nur so ein bisschen... Ich muss die Tasten nur antappen. Das ist der Fahrstuhl der Normandy, ja. Apropos, Mass Effect, bis fertig Stream, coming soon. So, aber das sieht trotzdem noch ziemlich weit weg aus, wenn ich ehrlich bin. Ich probier's einfach mal. Jo! Was ist mit der Physik eigentlich in letzter Zeit los? Und das Teil ist so lang wie meine Säule, ja, ganz genau. Wenn ich meine Hose aufmache, passiert im Prinzip genau das Gleiche. Nein, du Sacklunge. Ich muss erst... Ich will eigentlich nach vorne gehen und währenddessen springen und nicht erst springen und dann nach vorne gehen. Ah, nee, das schaffe ich gar nicht. Ach so, stimmt, ja. Jetzt bin ich extra hier so vorsichtig hingesprungen, aber eigentlich hätte ich einfach nur mit der Säule nach oben fahren müssen, glaube ich. Fuck! Die Lösung war viel einfacher. Okay, warte, das ist kein Problem. Das können wir gleich mal fixen. Wir können erstmal gucken, ob es hier irgendeinen Extra-Loot gibt. Ich mache mir voll den komplizierten Plan, aber eigentlich muss ich nur mit der Säule ganz nach oben fahren, glaube ich. Mist! Mass Effect 2 und Vilja, ja. Vilja, machen wir auch noch irgendwann. Aber Mass Effect freue ich mich. Ich habe in letzter Zeit wieder immer mehr Lust auf Mass Effect 2 bekommen. Mass Effect 3, habe ich gehört, soll deutlich kürzer sein. Nice. Ich weiß zwar nicht, wie viel kürzer deutlich kürzer ist, aber vor allem, wenn ich Mass Effect 3 so spiele, wie ich die RPGs halt so spiele, weil dann dauert es schon ein bisschen langsam. Dann dauert das schon ein bisschen langsam. Dann dauert das schon eine ganze Weile, bis wir das durchhaben. Okay. So. Hier sind wir aber auf jeden Fall höher, das sollte dann auf... Weil ich bin vorhin runtergesprungen, weil ich dachte, das wird mich an der Decke zerquetschen, aber okay. Ah ja, easy. Jetzt ging das easy. Kein extra Loot oder so? Ne, hier vibriert nichts. Das sieht hier sehr verunsichernd aus. Wüste von Alikr. Was? Wüste? Habe ich recht gehabt das letzte Mal mit Flashbacks zu Orden des Drachen? Oh, sieht aber jetzt schon hübsch aus. Die Hallen des Westens. Da sind wir rausgekommen. Oh, Orden des Drachen Flashbacks. Nein! Nicht schon wieder in eine Wüste. Ich mag es, dass meine Fußabdrücke aber trotzdem aussehen wie in Schnee gestanzt. Nice. Alikr. Die Alikr-Wüste. Warum bin ich immer noch so schnell? Ach so, die Stiefel, ja klar. Hey, das ist eigentlich für die Wüste perfekt. 7-Meilen-Stiefel bloß für die Wüste, damit wir ein bisschen schneller hier durchlaufen können. Falls es weite Wege zum Reisen geben wird. Oh, was ist, wenn ich das kombiniere mit... Oh Gott! Let's go, Speedrun!
Okay, let's go Sackgasse, wie es aussieht. Jesus, ich zieh's mal lieber aus. Das ist wohl ein bisschen zu schnell. Hallo, wer bist du? Wait, who are you? From where did you come? Blechmikrofon, Mann, hallo, wer seid ihr? My name is Arenar, Arenar S. Drekus. Now, please, answer my question. Where are you from? Arenar S. Drekus. Was ist Orden des Drachen? MB, frag nicht. Auf meinem YouTube-Channel kannst du sehen. Orden des Drachen, da ist viel dazu. Hallo, Sonaru. Habe ich richtig gesehen, dass du Argonia spielst? Ja, Argonia. Ich komme von den Hallen des Westens übrigens. What? The Halls of the West? By the gods, does this mean... By the gods? Please, come with me. Let's go to my village. Please, follow me. It's not far from here. Warte mal, was ist denn überhaupt passiert? I'll explain everything later. Now, please, follow me. Sieht auf jeden Fall auch nach keiner... nach Wüstenwolf. Sieht nach keiner kleinen Wüste aus. Warte, gibt's eine Weltkarte dazu? Oh, diesmal gibt's sogar eine Weltkarte. Sieht witzig aus hier so. So ein Quadrat. Nice, ich mag Quadrate. Okay. Die Wüste ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz so riesig, aber auch nochmal etwas. In Orden des Drachen war das größte Wüstenproblem aber die fehlende Karte bzw. Questmarker. Nö, finde ich nicht. Also ich habe gar kein Problem gehabt mit fehlender Karte und Questmarker. Nach einer Weile wusste ich ganz genau, wo ich rumlaufen musste oder wie ich laufen musste, um irgendwo hinzukommen in Orden des Drachen. Das größte Problem von ODD war, dass sie nicht wussten, wann genug war. vom Content oder von der Größe her und so weiter. Dass es einfach ziemlich krüppelig war, da rumzureisen. Für zu lange Zeit zu krüppelig. Am Anfang, klar, da willst du das Gefühl vermitteln, oh, eine große Wüste, oh, oh, oh. Aber da sollte es dann doch, nachdem man so 10 Stunden unterwegs war oder so, hätte es dann doch schon langsam mal irgendeine Möglichkeit geben sollen, womit man schnell reisen kann. Und es gab zwar eine, aber die war ziemlich krüppelig. Was ist das hier? Quelle der Wiederherstellung. Ah, vielen Dank. Vielen Dank, das hat ein bisschen gekitzelt. Oh Gott, wie lang sind die Folgen? Meistens zwischen 20 bis 30 Minuten so. Meine YouTube-Folgen, die letzten 5 Jahre oder so, waren meistens so 20 bis 30 Minuten. Hab gestern XCOM 2 gekauft und heute bis gerade XCOM 2. Richtig krass, gefällt mir gut. XCOM 2 gezockt, nice. XCOM 2, glaube ich, habe ich mir nicht geholt. Ich habe noch nicht mal das normale XCOM gespielt. Wird auch irgendwann mal Zeit. Doch, ich hab's gespielt. Ich hab's mal ausprobiert. Aber ich glaube nur für 2 Stunden oder sowas. Vielleicht hatte ich da auch noch die Schnauze voll von Rundenstrategie von Divinity Original Sin. Das haben die auch geändert, glaube ich. Also den Ort, wo man in die Wüste kommt. Bei Orden des Drachen oder hier? Daggerfall, prozedurale Weggenerierung. Ja, ja, I know. Also die ersten beiden Elder Scrolls-Teile will ich auf jeden Fall eigentlich auch noch ausprobieren. Wir werden auf jeden Fall irgendwann mal so einen Stream machen, den nenne ich dann irgendwie so Nostalgie-Elder Scrolls-Tag oder Classic-Elder Scrolls-Tag oder so. Und dann spielen wir auf jeden Fall auch mal Arena und Daggerfall. Wenn ich das hier so einigermaßen zum Laufen kriege. Testen wir das dann mal aus. Hallo? I'm Fiona. Ben Erei. Ja, let's go. Ja? Hm? Ja. Oh, das sieht hübsch aus hier. Warte, momentan... Die Stiefel verwirren mich gerade mehr als alles andere. Ich muss immer so schrittweise nach vorne gehen. Das macht mich gerade ein bisschen verrückt. Gib mal für normales Tempo hier. Elder Scrolls Anthology, alle Elder Scrolls Teile plus Spin-Offs, 100%. Hast du gemacht 100 oder soll ich 100% komplettieren? Ich habe mir die Anthology damals nicht geholt. Weil ich habe schon Morrowind und Oblivion und Skyrim mit allen Add-ons gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, nur Dragonborn hatte mir gefehlt. Aber das habe ich dann ja... Tiber hat das ja gesponsert. Und... Okay, haben wir es aussieht, haben wir ein richtiges kleines Dorf hier. Sieht cool aus. Und die ersten beiden Elder Scrolls-Teile kann man ja kostenlos von ihrer Seite selbst runterladen. Lol, hier gibt es auch ein Noticeboard? Das ist ja witzig. Bringt mir mein Amulett zurück. Ich habe eine Noticeboard-Quest-Mod. Ist das von der Mod hier selbst, das Noticeboard? Oder ist es tatsächlich so, dass meine Noticeboard-Quest-Mod, dass die auch darauf abgestimmt ist mit Grey Cowl of Nocturnal? Das wäre ziemlich cool. Ich meine, gut, das sind hier eh nur Nebenquests, die niemand braucht, von daher ist nicht so wichtig. Sind Arena und Daggerfall nicht sowieso Freeware mittlerweile? Genau, ja. So wie ich gemeint habe. Kann man kostenlos runterladen. Ein Stream, in dem du alle Teile komplett durchzockst. Also wenn ich Dialoge überspringen darf und so, wäre das sogar vielleicht möglich. Zumindest Morrowind, Oblivion und Skyrim wäre dann vielleicht möglich. Open the gate now. Und wenn ich die Schwierigkeit nach ganz unten stellen könnte, dann vielleicht. Open the gate now. Please. René ist gerade erstmal ganz allein aufs Klo gegangen. Oh, nice. Das erste Mal sogar. Gut gemacht, René. Hallo, Freund. Welcome to our village, Beng Erai. Danke fürs Willkommen heißen, aber wieso hast du mich bis hierher geführt und was ist jetzt eigentlich passiert überhaupt? We are the descendants of those who remained here during the Kaio Ambranox mission, Dragonborn. We are here to help you. We've been awaiting your arrival for 200 years, but please, let's go now to Lady Siloria, our village chief. Okay. Zum Dorfanführer, mal sehen. Wolferus, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Apropos Käseplatte hier. Gleich mal volle Kanne ausgerüstet. Ein Monatsstream ohne Dialoge überspringen auf maximaler Schwierigkeit. Ich glaube, das wäre eher eine Qual als ein Genuss. Dann müsste man sich Stück für Stück langsam, zumindest am Anfang, noch mega langsam vorankämpfen. Ich habe in einer Modlist mal reingeschaut. Ich habe Alternate Start gesucht, aber nicht gefunden. Ich schätze mal, du behältst den Spielstand und machst nie neue, aber müsstest du neu starten, würdest du dann die Mod ausprobieren oder den Vanilla Start absetzen? Lady Siloria. Ich würde Alternate Start wahrscheinlich installieren, weil momentan spielen wir halt die ganze Zeit meinen einen Charakter weiter und entdecken immer wieder neue Mods, neue Quest-Mods, neue Stories und so weiter. Und das ist so derzeit das, was wir machen. Da habe ich halt einfach keinen Grund, einen neuen Charakter zu erstellen. Aber würde ich einen neuen erstellen, dann mit Alternate Start. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. And who is this person? Lady Siloria. The Dragonborn has come. The Dragonborn? Are you sure, Arunar? Hallo, ich bin direkt daneben. Yes, Lady Siloria. I'm sure he is the Dragonborn. I am sure. You are the Dragonborn? Oh, hallo, Siloria. Euer Mikrofon ist plötzlich so gut. Es scheint so, ich bin der Dragonborn, ja. How did you arrive here? Ich komme aus Himmelsrand von den Hallen des Westens. Very well, Dragonborn. Of course, you have to prove to us that you're really the one. We have spent 2 centuries waiting for you. Seit 2 Jahrhunderten gewartet. Hat ein Argonia I am Dragonborn auf der Stirn tätowiert oder woher weiß jeder, dass du ein Drachenblut bist? Also hier ist es ja relativ klar, weil die Legende, die Leute hier ja kennen, besagt, dass der nächste graue Fuchs der Dragonborn sein wird. Und nur der graue Fuchs kann es durch das Rätsellabyrinth schaffen. Und weil... Also der nächste mögliche graue Fuchs kann es durch Rätsellabyrinth schaffen. Und weil wir durch das Rätsellabyrinth gekommen sind und der nächste graue Fuchs ein Dragonborn sein soll, nehmen halt alle an, dass wir ein Dragonborn sind, ne? Automatisch. So habe ich das zumindest jetzt mitbekommen. So, ich verstehe. Was muss getan werden? You should have an arrow with you. The arrow of extrication. The same used by the champion of Cyrodiil under the Imperial City.
Genau, ich sollte einen Pfeil haben zum Beweis. Wie hast du eigentlich die englische Mod mit deutschen Untertiteln hinbekommen? Ich habe die Mod installiert und danach die deutsche Übersetzung installiert. Es gibt auf Nexus Mods einfach eine deutsche Übersetzung dazu. Einfach drüber installieren, dann läuft das. Zeig den Pfeil hier, bitteschön. By the guards, the arrow of extrication. Oh mein Gott! It was used to open the way under the white gold tower of the Imperial City. Welcome, Dragonborn. Welcome to our little settlement. As Aurenar said before, we've been here for 200 years, awaiting your arrival. Our mission is to prepare you for the last course to the mausoleum. But I'm sure that you want to rest before I explain everything to you. You may take what time you need. I shall await you upstairs. Okay. Ruht euch erstmal aus. Das ist doch klar, dass er erkannt wird, denn es ist sonst keiner wahnsinnig genug, eine solche Reise auf sich zu nehmen. Stimmt auch wieder, ja. Die meisten wollen einfach nur ihr lecker Brot mit dem Mammutbraten hier gemütlich vor sich hin essen und nicht irgendwie irgendwelche Rätsel-Dungeons durchschreiten. Hallo? Seid ihr verrückt? Oh, noch mehr Grabstätten. Sehr gut. Wer liegt hier? Caio Umbranox. Oh, der Sohn von Corvus. Und Corvus Umbranox war der letzte graue Fuchs, glaube ich. Ja? Glaube ich. Sehr gut. Gibt es hier? Nein, dieses Mal nicht. Okay. Pass auf, ich hätte es gemacht. Auf einmal wäre das Grab verschwunden und dann steht auf einmal dieser Umbranox direkt vor mir. Erstmal in irgendwelche heiligen Grabstätten reinbrechen. Ich meine, warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, was haben wir hier? Das ist hier ein bisschen größer als erwartet. Wo haben die in der Wüste Mammutbraten herbekommen? Frag mich nicht. Beeilt euch. Hm? Ihr braucht etwas? Nur heraus damit. Ihr braucht etwas? Guten Morgen. So, Jungs. Na, alle fit? Aufstehen. Wir haben doch gerade 7.30 Uhr morgens. Hallo, ihr seid Stadtwachen. Was macht ihr hier Urlaub? Oh, lol, da hat sich falsch umhängt. Irgendwas sagt mir, dass dieser Mann, er weiß nicht mehr. Ja. Go home, you are drunk. Forgot how to sleep und so. Erstmal eine Runde auf das schöne Luftbett legen. Wahrscheinlich ist Mammutbraten Importware oder so. Das System kann ich ja echt immer besonders leiden. Ihr wollt was von mir und jetzt soll ich euch was beweisen. Ja, na klar, hallo. Wir sind nur zufällig hier und total unwürdig. Deswegen müssen wir zeigen, ob wir würdig genug sind, ihnen zu helfen. Ist doch klar. Sie rechnen doch aber damit, dass du in ihre Grabmäler einbrichst. Immerhin bist du der graue Fuchs. Stimmt. Die würden sich geehrt fühlen, wenn ich bei ihnen einbreche. Was ist hier? Wasser. Hey, Dragonborn. Follow me. I want to show you something. Hey, Dragonborn. Was willst du mir zeigen? Just follow me. Wieso erklärt mir niemand was und ich soll nur ständig followen? Der meditiert, ja. So wie im Schneidersitz, schwebend. Bloß im Liegen. Bloß im... Warum gehen wir jetzt wieder raus? Oh Mann, warte. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Hüpp. Mini, mini, mini. Vielleicht gibt es hier irgendwie so ein paar... Ne? Ein paar Kisten unter Wasser oder irgendwie sowas. Ein paar Secrets. Könnte sein. Ach, das ist ein Brunnen. Okay, alles klar. Alles klar. Vielleicht muss ich für eine Quest dann den Eimer holen und wieder an das Seil binden. Guten Tag. Was? Guten Tag? Okay, Arena, können wir weitergehen. So eine riesige Zisterne hier unten. Ich glaube, der... Sieht so witzig aus, wenn man immer einen Zauber oder so ausgerüstet hat. Die ist hier hinterherlaufen. Ja, hallo, alles klar? Da hat jemand Probleme. Ich nehme an, der zeigt uns jetzt einfach den Weg zu unserem Zimmer. Falls wir ein Zimmer bekommen. Nee, wir gehen einfach wieder raus. Okay. Wolltest du den Strick neben deiner Decke hin? Möglicherweise.
Ich wollte mich ein bisschen dranhängen. Also nicht mit dem Kopf, aber halt mit den Händen. Leute, ich hab den Strick mit meinem Kopf aufgefangen. Das kann auch mal schief gehen. Die wollen, dass du followst? Das sind Streamer. Stimmt ja. Arena, der Hardcore-Streamer hier. In der Wüste gibt's leider nur eine billige Holzleistung. Leitung. Beziehungsweise dort sagt man sich Sandleitung. Hm? Boah, ich hab heute nur wieder eine Sandleitung, da läuft gar nichts. Wobei, mit viel Sand kannst du Glas machen, Glasfaser, also wer weiß. Vielleicht verheimlichen die vor uns ihr geiles Internet. So, ich meine, so wie bei uns in der Wüste, ja, da haben wir auch alle Glasfaseranschluss. Ist ja klar. Oh. Here we are. This is a magic portal. Magic Portal? Wohin geht das? To Skyrim in the boots of Fargrith. Oh. Warum seid ihr im Besitz von so einem Portal? Did you notice that the desert is dead? It's hard to live here. Our ancestors built this portal. We use the portal to go to Fargrith and hunt animals for our sustenance. Mhm. Das macht Sinn. Ich habe einiges an Nahrung gesehen, welches den Anschein erweckt, als würde es nicht von hier stammen. Seht ihr, ihr habt vorhin gefragt, Mammutbraten? Woher sollen die das bekommen? Sie haben gesagt, ja, ihr habt schon richtig beobachtet. Hier, wir haben viel Importware. Indeed. Well, I have shown you this portal to allow you to go back to Skyrim whenever you want. You can also come back through. You'll find a stone in the other side. Just activate it and it brings you here. Okay, also er sagt, wir dürfen ihr Import und Export, Export-Bier-Portal einfach benutzen. Kommt denn niemand von Ihnen aus Himmelsrand? No, because you need to cast the Ancient Vision spell before activating the stone so that you can come through. Easy. Ach so. Aber dann müsst ihr auch den Zauberspruch haben, um die Waren transportieren zu können, oder? Vielen Dank. You're welcome. Just remember to cast the spell if you want to be teleported. Okay, alles klar, danke. No problem. Siloria awaits you. Go now and good luck. Cool, cool. Danke, danke. Hallo Rico übrigens und hallo Solux. Hallo. Die haben Sandleitung, ich Bambus, kein großer Unterschied, ja. Deswegen meine ich ja, was hier bei uns die Bambusleitung ist, das ist bei denen dann so parallel dazu die Sandleitung. Was? Ach, das ist ein Kissen. Ich dachte, es wäre zuerst wieder so ein Herzstein aus dem Dragonborn-Adder. Erstmal ein Herzstein auf dem Bett, so 50 Kilo. Ich starte gerade ein neues Spiel, hab Khajiit erstellt. Macht mal Namensvorschläge, möglichst weiblich. Irgendetwas mit R's auf jeden Fall, weil die Khajiit schnurren das immer so. Miseria. Nennen sie Miseria. Weil Miseria ist polnischer Gurkensalat mit Sahne. Oh! Meine Katze heißt wie ein Gurkensalat. Sehr gut, sehr gut. Okay, testen wir gleich mal. Ho! Da ist wieder das Geräusch. Lass mich das kurz testen. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Da glaubt man einmal einen Lore-Fehler gefunden zu haben. Siehste mal. Es gibt keine Fehler. Alles total fehlerfrei. Ja, und wie komme ich jetzt zurück? Nein! Teleport nach Ben Erei. Ach so. Einfach hier nochmal benutzen? Ah ja. Ah, siehste mal. Ja, mein Dildo platziert. Einfach diesen Stein berühren. Patsch. Nice. Ja, lecker Gurkensalat. Okay. Gut. Also haben wir schon mal eine Abkürzung. Sehr gut. Dann, ich habe mich schon gefragt, wie wir zurückkommen, weil wir werden doch bestimmt nicht jedes Mal diesen gesamten Rätsel-Dungeon wieder zurücklaufen, nur weil wir uns kurz einen Snickers holen gehen wollen. Hallo? Ach so. Kauft Snickers. Nein. Aber weißt du, was ich meine? Ja, man will ja nicht wieder zur Diva werden. Ach, guck mal, hier ist sogar der Brunnen, den man oben gesehen hat. Hübsche Pflanze auch. So wüstig. So wüstig. So ungewohnt, nicht alles aus Schnee zu sehen.
Hallo Kira. Oh ja, Greycowl auf Nocturnal. Ja, da haben wir gerade gestern frisch angefangen. Und ich bin mega begeistert. Was benötigt ihr, mein Freund? Ich benötige gar nichts, Mädel. Aber Treppe hoch waren wir noch nicht. Gurkensalat. Okay. Noch 2 Wolfspelze. Ich vergesse immer wieder, dass ich die eigentlich sammeln sollte für dir. Aber gut, die eine Quest da, das sind sowieso Nebenquests, die brachst du nicht. What can I do for you? Also, ich habe gehört, du bist bereit für mich. What do you need? Yes, Dragonborn. Let's prepare you for your quest. Was ist meine Quest? You are in Hammerfell, an isolated area of the Alakir Desert. Was? Hammerfell? Wie bin ich so weit gekommen? Yes, Hammerfell. In this region, you can find the legendary mausoleum of the Champion of Cyrodiil. It is located northeast of here. It is easy to find because the entrance is a canyon that brings you to an oasis. The oasis of Mor Asul. Okay, und warum soll ich zu dieser Oase gehen? Yes, but there are some things to do before you can enter the mausoleum. Das Mausoleum? Okay, ja, man muss wieder einige Dinge tun, wie immer. Our ancestor Chao prepared everything you'll need for the route. All right. Before you go to Mor Asul, you have to do 2 things. The canyon gate requires a special key to open it. The key is inside the Temple of Al-Shaddim, a very dangerous place. You will need to retrieve it. Oh God, the temple. Other thing you'll need to do is recover the friend of ancestral Cheetah's amulet. Ahnengepaart? What? Der Freund eines Ahnengepaarten? Was willst du von mir? Exactly. The oasis of Mor Asul is full of ancestral Cheetahs. Feline creatures with no fear and no mercy. They will kill anyone on sight. Oh, scheiße. The amulet, when equipped, unleashes a power that makes you a friend of the ancestral cheetahs so they don't attack you. Now, I'm going to guess that you're thinking the amulet may not be necessary because your sneaking skill is so impressive. Know that you actually need it. The entrance to the mausoleum is barred by a magic wall that will go down only if you're near it with the amulet equipped. Anyway, both places are located north of here. Was? Ja, das... Ich muss einen Schlüssel von irgendwo anders herholen, um in einen Bereich reinzukommen, wo ich ein Amulett bekomme, um in den Bereich reinzukommen, wo das Mausoleum ist oder so. Questmarker, bitte! There are a few more das war alles? Of information for you. Was? Gibt mehr Informationen? Was gibt's denn? First off, beware of the Dune Rippers around the desert. These creatures are incredibly strong and can kill you quickly with fireballs. They don't fear fire, but they're weak to ice and frost. Das ist My suggestion is to avoid facing them completely. You can visit anywhere around here that you like. But there's another place that's important for you. I don't know why. It's an ancient and mysterious Alakir temple located northwest from here. The place inside is peaceful once you're past the Dune Rippers. Okay, danke. Thanks to you, Dragonborn, our mission is ended and we will be forever proud that we served you. I'm pretty sure that Chao would be proud of you too if you were here. Ja, okay, alles klar. Let's go, let's go. Huh, huh. Achso, was möchtet ihr als nächstes unternehmen? We don't know. It's strange. We focused only on being ready for you. Now that our purpose is filled here, we don't know what we're going to do. I suppose this is our home because we are born here. I must decide if we will stay. Can I ask you something? Was willst du denn noch von mir wissen? You said that you've come from Skyrim. What's Skyrim like? Skyrim ist bitterkalt und der Bürgerkrieg wütet im gesamten Land. Möchtest du immer noch dort Urlaub machen gehen? Oh, I see. What can you tell me about other lands? What of Cyrodiil? Cyrodiil? Hört, Siloria. Tamriel ist wichtig für die Talmor, okay? Los, los, los! Ist das klar hier, okay? Killer Eddie holt! Danke vom Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Geh mal holen, Killer Eddie. So weiß ich. Talmor? The elves of Aldemiri Dominion? Ja, genau diese Talmor sind da. But, oh well, do you know what? Was, do you know, weißt du was? Was denn? Nein. I think we should remain here until the war and the tyranny end.
Würde ich auch sagen. One day the world will recover and we can return safely to our origins. Das ist eine gute Idee. Wir warten erstmal, bis die sich da oben nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen und dann sehen wir weiter. Thank you, Dragonborn. I think so too. So, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich gehe. Yes. Good luck. You're always welcome here. So don't hesitate to come back whenever you want. Okay, aber tschüss. Bye. Bye. Finde einen Weg in das Mausoleum. Jetzt haben wir gleich mehrere Sachen bekommen. Diddle-di-di. Nun bin ich in Hammerfell, isolierten Gegend. Sagte mir, was ich tun müsse. Mausoleum befindet sich innerhalb der Oase von Morazol, welche im östlichen Teil des Landes befindet. Zuerst aber, okay, bevor ich da hingehe, zwei Dinge. Schlüssel zum Eingang und das andere Amulett, welches östlichen Teil des Landes, okay. Ah gut, also da steht alles drin. Gut, nochmal als Zusammenfassung. Also nicht, dass ich irgendwie den Schlüssel brauche, um das Amulett zu bekommen, um dorthin zu gehen, aber ich brauche trotzdem Schlüssel und Amulett, um dann dort einmal geschützt zu sein und einmal richtig reinzukommen. Sehr gut, sehr gut. Darf ich mir das... Achso, ich glaube, ich habe sogar schon gelootet. Ups. Inuit, bitte nicht Eskimos. Ja, Inuit ist so, ich glaube, der richtige Begriff oder so. Ja, Ananas sagt auch Amulett und Schlüssel, um ins Mausoleum zu kommen, genau. Oh, guck mal, schön, schön. Was wabert das hier so? Voll die Special Effects. So, als ob warme Luft hier wäre. Ich weiß gar nicht, warum. Life is Strange installiert ist mega geil. Boah, Life is Strange würde ich auch so gerne. Ich habe immer noch nur die erste Episode von Life is Strange gespielt. Ich kann es nicht fassen. Ich muss so viele Spiele nachholen. Also nicht muss, ich will. Ich will vor allem. Aber erstmal müssen wir diesen Bis-Fertig-Stream machen, indem wir die, wo wir die Games da fertig machen. Ich weiß nur nicht, wenn ich den nächsten... Ich weiß nicht, ob es ein 24-Stunden-Stream wird, aber wenn ich den nächsten längeren Stream machen werde, dann weiß ich nicht, ob ich direkt dann den Bis-Fertig-Stream mache oder ob ich vielleicht irgendwie... Ach, das war die Portal. Wenn ich bin gar nicht gewohnt, es mir hier tagsüber anzugucken. Oder ob wir lieber einen Stream machen, wo wir viele verschiedene Sachen spielen. Das sieht voll komisch aus. Das ist aber jetzt nicht das Wabern im Hintergrund, sondern Potato Plant. Kartoffel hinzugefügt. Ah, Lauch. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Warum? Weil ich Lauch pflücke? Hm? Was willst du von mir? Most Alaskans continue to accept the name Eskimo, particularly because Inuit refers only to the Inupiat of Northern Alaska, the Inuit of Canada, and the Iqaluit of Greenland, and it is not a word in the Yupik languages of Alaska and Siberia. Alles klar. Also Eskimo heißt dann im Prinzip, dass es auch in Ordnung ist. Dass es nicht unbedingt eine Beleidigung ist, sondern dass es auch gilt. Ja? Aber hier, guck mal. Ich bin in einem ganzen Dorf vorbeigelaufen vor das letzte Mal, als wir hier unterwegs waren. Ich frag mich, ob man hier auch Wasser trinken muss, um nicht zu verdursten. Das wäre witzig. Witziger Realismus. Und ich frage mich, ob wenn man die Frostfall-Mod installiert hat, ich glaube, da muss man so oder so Wasser trinken, um zu überleben. Aber ob man dann mehr Wasser trinken muss hier. Ob das speziell mit dieser Mod nochmal funktioniert. Ich dachte gerade eben, Weißlauf sieht aber komisch aus. Weißlauf. Wir haben das schon lange hinter uns gelassen. Schon sehr lange hier. Nein! Sehr, sehr lange. Der Gehweg sieht aus wie in Minecraft. Das nennt man Mosaik. Das ist sehr, sehr künstlerisch wertvoll und so. Bin ich mir sicher. Oh! Guck dir das an. Hast du eine ganze Kiste voll? Und hier hat sich jemand eingeschlossen? What? Warte. Hallo? Warte, ich weiß nicht, ob ich mit dir reden soll, aber...
Was braucht ihr? Nein, okay. Ich glaube, erstmal muss ich überhaupt hier eine Quest aktivieren oder was auch immer. Wie viel Uhr haben wir? 12 Uhr nachmittags. Das sollte eigentlich... Irgendwie sind trotzdem alle Häuser abgeschlossen. Hallo, hast du Quests? Hm? Was braucht ihr? Hm? Ja, Geld. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Also allerdings gut. Lampe. Da, vor den Lampen waren hier, standen ja einige da, so über immer wieder mal. Ja. Ja, zum Beispiel hier auf dem Tisch. Und hier auf dem, auf dem Halterung. Hallo Lexikon. Eskimo wird deswegen abgelehnt von einigen, weil der Begriff ihnen von Nicht-Inuit verpasst wurde. Aber Inuit sind halt auch nur ein Teil der Leute. Okay. Also egal wie es ist, egal was man sagt, es trifft nie auf alles zu. Hm? 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 Ja? Muss ich echt in jedes Haus einbrechen, wenn ich Leute besuchen gehen will? Ich will nicht gleich was Illegales machen. Ja? Wenn sich nicht schwer was geändert hat, funktioniert Frostfall mit Hitze nicht. Trinken muss man da auch nicht. Meinst du vielleicht iNeeds oder sowas? Kann auch sein, ja. Ich meine, ich habe Frostfall noch nie installiert. Ja. Das Einzige, ja, was ich von Frostfall weiß, ist, dass es halt, ne, so mehr Richtung Survival-Mod ist. Und dass man zum Beispiel auch, wenn man in Skyrim rumläuft, darauf achten muss, dass der Körper immer gut bedeckt ist und so. Und dass... Ich weiß nicht, ob das ein Feature ist, was noch kommen sollte oder was schon da ist. Ihr braucht etwas? Ne. Also in Frostfall, dass man gucken muss, wie viel Prozent vom Körper bedeckt sind, dass einem nicht zu kalt wird. Fand ich, war eine ziemlich coole Idee. Alduins Lampe. Stimmt. Ah, guck mal, hier haben die auch Wäsche. Die Wäschemod ist überall. Ich glaube, ich konnte jetzt tatsächlich in kein einziges der Häuser reingehen. Was ist hier? Aha! Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Wo führt mich das hin? Oh! Überblick auf die Stadt. Nice, nice. Ist gar nicht mal so groß, wie ich gedacht habe. Eher hier so dieses eine Rondo mit Häusern. Was auch in Ordnung ist, ne? Muss ja nicht alles komplett zugeknallt sein. Okatos Dolch. Kann nichts Besonderes, aber die große Mission. Ist es auch irgendein Easter Egg auf Okato oder so bezogen? Die große Mission. Von wem? Potentate Okato. Hieß der Potentate? Ich möchte nicht an Alduins Lampe reiben. Wenn du lang genug reibst, dann gibt es einen Drachenschrei aus der Lampe. Wenn du verstehst. Okay, ist da der einzige Weg wieder zurück? Die große Mission. Okato hat es sich wahrscheinlich hier irgendwann mal gemütlich gemacht auf dem Thron. Hallo? Ich... Hä? Scheiße, guck, ich mach gar nichts. Hallo? What? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber jetzt sieht sich drin auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, mein Typ ist so ein bisschen thronbehindert. Aber das kann schon mal passieren, wenn man größenwahnsinnig wird. DJ DDM, danke für den Host. Der Thron des Tanzens, ja, ich glaub's auch. Was ist denn da bloß los? Okato hat von oben alles beobachtet. So, hier ist noch irgendein... Da ist gleich irgendein Reisepunkt, direkt draußen vor der Tür. Sollen wir mal versuchen, ja, in alle Häuser einzubrechen und zu gucken, ob wir mit den Leuten reden können? Hm? Wisst ihr was? Ich mach zuerst mal die Hauptstory. Ihr braucht etwas? Ich mach zuerst die Hauptstory und dann gucken wir uns mal um für Nebenquests und so. Ja, Drachenmilch, frisch abgefüllte Drachenmilch. Kommt und kauft. Hilfe.
Igitt. Igittigitt. Frisch und ekelig abgefüllt. Hallo? Wo bin ich hier? Was ist das hier? Ja? Ja? Ihr seid Turmwächter, okay. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Oh, vielen Dank. Einfach nur irgend so ein Außenposten. Wüste? Wachturm, das ist es. Sollte nicht ein neuer Teil kommen. Zu was? Beldinas? Ach, guck mal. Voll am Chillax. Warte, bitte nicht wieder hängen bleiben. Ich bin nur thronbehindert, nicht stuhlbehindert. Okay, da hinten. Das ist dieser riesige Brotkasten da. Wir werden sehen, wo das hinführt. Herr Sperber, Drachen legen Eier. Frechdachs muss noch extra erwähnen, das ist nicht wirklich Milch. Oh, oh. Oh. So, dann gehen wir mal zuerst nördlich von Ben Erei. Einmal muss ich den Schlüssel zum Eingang von Morasul holen und der befindet sich in Al-Shedim nördlich von Ben Erei. Okay, das heißt, Ben Erei sind wir jetzt hier gerade, oder? Ben Erei. Dann gehen wir mal nach Norden. So wie da drin steht. Nach Norden und sammeln mal mit den Stiefeln, die wir gefunden haben. Ich meine, wenn wir die schon bekommen haben, können wir die auch mal direkt ausnutzen. Und ich würde sagen, wir sammeln mal den Schlüssel ein. Die Milch gibt's auch nur von männlichen Drachen. Ganz genau. Sollte nicht ein neuer Teil kommen, Skyrim. Ach so, Quel'Dinas, du meinst Elder Scrolls, oder? Weil das ist ja schon der neue Teil Skyrim. Das ist nämlich Skyrim Special Edition, was ich spiele. Aber Elder Scrolls? Bisher ist noch nichts offiziell bestätigt. Also, oder ich glaube, es ist bestätigt, dass die dran arbeiten, aber es wurde noch nicht bestätigt, wo das spielen soll oder wann das kommen soll oder so. Guck mal hier. Guck mal hier, diese Wölfe und alles. Man nennt mich nicht umsonst manchmal Hausdrache. Oh, damn. Woher weißt du, dass es bei Drachen auch weißlich ist? Soweit ich weiß, soll nichts Neues vor 2019 kommen. Ja, es wird auf jeden Fall eine Weile lang dauern. Also das Letzte, was ich gehört habe von Bethesda, war halt, oder gelesen habe von ihnen, war, hey, wir sind jetzt erstmal sehr gut beschäftigt mit Fallout 4 und wollen erstmal zu Fallout 4 alles fertig rausbringen. Das war so das Letzte, was ich gehört habe. Oh, das ist dieser... Oh Gott! Ey, ich treff gar nichts, Mann! Dünenmörderblut. Das sind die Viecher, wo mir gesagt wurde, dass ich komplett wegbleiben soll von ihnen. Harry Potter gab's doch die 7 Anwendungen von Drachenmilch. Oh, kodiert, hallo. Oh, was für ein Smiley ist das? Was für ein Emoji ist das? Ach, von Honeyball. Nice. Und von Looks Like Link. Hallo. Hallöchen, kodiert, hallo. Schön, dich mal wieder zu sehen. Na? How did life treat you? Wie geht es dir? Wie hat dich das Leben so behandelt? Ich hoffe doch gut. In letzter Zeit. Das waren die 12 Anwendungen von Drachenblut. Ja, Drachenblut, ne? Drachenmilch würde mich auch wundern, aber Drachenblut würde dann wieder eher passen. Drachenmilch. Hallo, Teddy Wetside. Ja. Ein Ding wieder, eigentlich brauche ich das gar nicht. Was ist denn? Sag mir mal, was das ist. Ist das dieses Ding, wo ich hin soll? Dieses. Guck mal, wie neblig es da hinten ist. Ich gehe gleich gucken. Ich würde gerne diese Schriftzeichen würde ich gerne lesen. Los, los, los! Blue Monster, danke für den Follow. Mach es dir im Glas gemütlich. Bedien dich an der Käseplatte. Raven, willkommen zurück. Fleißig alles am Töten? Na klar, kodiert, na klar.
im Skyrim-Fieber, alle möglichen Skyrim-Mods am Austesten, Auswürfeln so in letzter Zeit. Macht Spaß. Vor allem diese Mod hier, das ist mal was ganz anderes. Sehr, sehr geil, finde ich. So, warte, jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier überhaupt den richtigen... Ah, nee, das ist der Bereich, wo ich dann später hin soll. Al-Shedim. Das heißt, der Schlüssel zum Eingang befindet sich... Nee, Al-Shedim, da muss ich jetzt hin, ne? Diese riesige Box ist Al-Shedim. Hier soll der Schlüssel dann irgendwo sein. Und der führt mich dann wahrscheinlich hier rein, in dieses noch tiefere Tal. Aber ja. In letzter Zeit sind wir vor allem Skyrim fleißig am Töten. Bald geht es mit Mass Effect 2 weiter und Deponia 2. Oh Gott, er läuft schräg! Es ist die nächste Evolutionsstufe der Wölfe. Die schräg laufenden Wölfe. Gibt es die Story-Mods eigentlich alle auch auf Deutsch oder gibt es da ein Übersetzungsprogramm? Nein, es gibt sie nicht alle auf Deutsch. Einige davon ja, zum Beispiel Grey Cowl of Nocturnal, was ich hier gerade spiele. Da gibt es die Untertitel und die Gegenstände alle auf Deutsch und die Orte. Aber nicht die Sprachausgabe. Die meisten gibt es nicht auf Deutsch. Ja, es gibt ein Übersetzungsprogramm, aber kein automatisches, sondern nur eins, mit dem du manuell selber Zeile für Zeile übersetzen kannst. Also zu beiden Fragen die Antwort jein. Die kurze Antwort ja und nein gleichzeitig. Solange sie weniger ein Singleplayer-MMO draus machen, also nicht Gebiet 13, sammle 25 Bären-Erste-Quests. Bei was jetzt? Ach, bei Dragon Age 4. Erst hieß es 2016, da kam ja Mass Effect dazwischen, da war ich sauer. Dann hieß es 2017 und jetzt kann man lesen Mitte 2018. Ich meine, ich finde es immer besser, wenn sich die Leute eher Zeit lassen und dafür halt dann was Geiles bei rauskommt, anstatt sich zu hetzen und dann am Ende hast du nur irgendetwas, was du eigentlich sowieso nicht so wirklich spielen willst. Deswegen, ne. Ne, Beste. Das ist ganz schön rosa. Keine Geheimnisse hier? Nix? Sieht nicht so aus. Al-Shedim. Verstehe kein Dort Deutsch, wenn es gesprochen wird. Ich verstehe ein paar grundlegende schriftliche Worte. I'm sorry, Jackie. So, ich frage mich, ob hier auch Gegner vorkommen werden. Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Warte kurz. Nein, ich wollte eigentlich Frost haben. Kann ich dich mit einer Hand so... Oh, das wird dauern. Dann gib mir doch lieber so. Warte, wie viel Rüstung habe ich aktuell? 450! Ah, weil ich den Helm anhabe, der auch noch leichte Rüstung hat. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum habe ich so viel Rüstung? Ich habe normalerweise weniger und ich dachte, ich hätte jetzt noch weniger, weil ich nur so eine Billigrüstung trage. Weil ich gar nicht meine beste Rüstung trage. Oh, warte, hier ist noch ein... Was? Geheimgang? Oder einfach darunter oder darüber oder so. Bärenärsche sammeln. Ja, Bärenärsche sammeln ist ja so... die Standardbeschreibung von MMO-Quests. Ich glaube, da war eine Falle, aber ich bin mir nicht sicher. Ne? Now you have to collect 20 bear asses. Das mache ich aber nicht so gern, Bärenärsche sammeln. Erinnert mich an die große Pyramide aus ODD. Ja, stimmt. Ich hoffe nur, das ist hier nicht so groß wie die große Pyramide aus ODD. Das wäre mir ganz genehm. Okay, mit den Vasen kann ich hier nichts aktivieren. Warte, lass mich kurz... Wenn ich hier schon gerade unterwegs bin... andere Stiefel ausrüsten. Und zwar, ich muss jetzt zwar gerade nicht schleichen, aber ich rüste trotzdem mal, weil mit den anderen Stiefeln bin ich mir gerade zu schnell unterwegs. Da sehe ich gar nicht mehr, was um mich herum passiert.
Zaubere immer Visionen, stimmt, ja. Draußen habe ich erst noch uralte Visionen gecastet, aber jetzt hier drinnen erstmal nicht mehr. Weil ich erstmal gucken will, was es hier sonst so gibt, aber hast recht. Sollte ich wahrscheinlich machen. Was war das gerade eben? Fucking Christ! Wo seid ihr denn hergekommen, Mann? Oh Gott, es sieht krank aus. Mumie. Aber auch gleichzeitig cool. Ach, da ist so ein Stampfer. Jesus Christ. Ah, deswegen war der Druckschalter. Ja. Fucking Christ. Ich dachte, hier wäre niemand mehr. So klingt es zu schnell nach Bear-Asses. Bear-Asses ist aber auch nice. Beides nice. Bear-Arses. Gibt's hier auch einen Hebel oder so? Oder ist das denn nur ein Lootraum? Ich glaube, das ist nur ein Lootraum, Leute. Bitte, 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 gespannt sein, zurückhalten. Ach so, und warte mal, vielleicht mache ich mir das sogar auch auf, ich mach's mal auf die 3, wo eigentlich meine Feuerzauber sind. Nee, ist nichts vibriert, weil Feuerzauber werden mich hier wahrscheinlich am wenigsten bringen. In der Wüste, weil da alle eine hohe Feuerresistenz haben. Da können Sophia, Rin und Drea dir bestimmt helfen. Zum Thema Bear Asses. Nice. Oh yeah. So, und sonst? Und sonst so? Ich mag es eigentlich immer, wenn in Dungeons es nicht pechschwarz ist, wenn man in dunklen Bereichen rumläuft ohne Fackel, sondern wenn es halt so diesen kleinen, diesen leichten bläulichen Schein hat, so wie hier. So dass man ganz klein wenig noch sehen kann, was Sache ist. Das wäre ein Raum. Das verunsichert mich. Das mag ich nämlich eigentlich immer sehr. Weil ganz schwarz ist immer so dunkel. Du hast die Truhe nicht gelootet. Doch. Doch. Doch, doch. Sah wichtig aus. Ja. Deswegen habe ich auch gelootet. Müsste eigentlich gelootet sein. Ich bin doch nur nackt. Was habt ihr denn? Ja. Warte. Ich will die eigentlich mit der Falle töten. Ist ja nur einer? Auf der Karte sind so viele. Jetzt! Oh, baby! Get crushed, son. Aber mit den Bögen macht es keinen Spaß, weil sie dann nicht schnell genug auf mich zugerannt kommen. Da brauchen sie ein bisschen zu lang. Musst du das Bärenleder noch enthaaren? Oh Gott, warte. Jetzt nicht hier irgendwo nochmal in eine Falle reindappen und dann... Dann kann es nämlich durchaus sein, dass man Kopfschmerzen bekommt. Was ist das hier? Ganz schwarz ist immer so dunkel. Ja. Ist nett so, oder was? Ich denke, das ist ziemlich treffend hier. Sieht echt aus wie die ODD-Pyramide. Findet ihr? Also nur weil es aussieht wie eine Pyramide, würde ich jetzt nicht gleich sagen, dass es aussieht wie die ODD-Pyramide. Die ODD-Pyramide, die war nämlich deutlich beengender. Nicht immer, aber da ist man durch... echt viele richtig schmale viele schmale Gänge gelaufen und es war deprimierend eng. Ey Leute, komm mal wieder runter hier. Gibt's hier Hebel oder so? Ja, mein Arsch ist nicht haarig wegen Quote 7, eh egal. Finde ich sehr gut, dass ihr Quote 7 schon so euch einverleibt habt.
Immer diese Hebel, von denen ich nicht weiß, warum ich dran ziehe. Und, was ist passiert? Sind wir irgendwo einer geschlossenen Tür begegnet oder so? I don't know. Deiner ist sehr hübsch und gut zu bearbeiten. Bearbeiten? Churlute. Churlute? Oh. Haben wir eigentlich irgendwelche Churno-Subs bei uns? Im Chat? Ich glaube nicht. Habe ich bisher sehr, sehr selten gesehen. Sehr selten gesehen. Eines Tages werde ich das selbst nachholen. Dann werde ich der einzige Churno-Sub. Gut, egal. Darum geht's ja nicht. Das Lustige ist ja, 7 ist meine Lieblingszahl und Quote 7 ist mein Lieblingsquote. Siehste mal. Hier einfach Kombos, bis nichts mehr geht. Habe ich den ganzen Weg hier gemacht für diesen einen Hebel? Jesus Christ. Das muss ein sehr wichtiger Hebel gewesen sein. Hier ist aber nichts am Vibrieren. Ach so, und übrigens hier, das war die Truhe, von der wir vorhin geredet haben. Die hatte ich eigentlich aufgemacht, aber aus irgendeinem Grund habe ich nichts rausgenommen. Komisch. Oder ich dachte, ich habe sie aufgemacht, weil ich habe die Truhe auf jeden Fall gesehen. Und ich hatte innerlich abgespeichert, dass ich sie schon aufgemacht hatte. Falsch innerlich abgespeichert. Ich meinte jetzt hauptsächlich die Wände selbst. Findest du? Die Wände ähneln sich mit der... Ich weiß nur, dass ich die Pyramide aus Orden des Drachen, weiß ich noch, war ziemlich hässlich eigentlich. Die hat ja immer so, die Wände hatten immer die gleiche Farbe, immer die gleiche Textur. Und dadurch hat man sich super einfach verlaufen. Super einfach. Oh, das ist neu. Ah ja, hier ist das Gitter runtergefahren, okay. Und es war so ein bisschen frustrierend in den Pyramiden. Weil allein schon hier, so mit den verschiedenen Bauelementen, die Räume sehen ein bisschen besonderer aus und so. Hier verläuft man sich automatisch nicht so leicht. Selbst ohne Karte will man sich nicht so leicht verlaufen. Da haben sie das damals nochmal extra gefördert. Mit den gleich aussehenden Wänden und so. Deswegen geht es mir gerade zum Beispiel überhaupt nicht so, dass das so dran erinnert. Es ist halt auch eine Pyramide, ja. Aber von der Art und Weise... Finde ich eher weniger. Ich laufe auf jeden Fall lieber durch solche Pyramiden wie hier herum. Oh Gott, fucking Christ. Hätte eigentlich gucken wollen, sollen, ob da eine Falle ist. Ich wollte gucken, ob da eine ist, aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Fast neue Frisur bekommen. Neue Kopffrisur. Wir brauchen einen Masochismusbefehl, bei dem man andere auspeitschen kann, ja. Aber wenn, dann nur einen sehr soften Masochismusbefehl. Ja. Zum Beispiel, gestern wurde ja, glaube ich, gestern gesagt, so, ja, bei Insania, bei der Streamerin, da klapsen die sich gegenseitig auf den Popo. Müssen wir uns überlegen, wenn ihr sowas haben wollt, überlegen, was wir uns hier machen. Wo klapsen wir uns denn drauf? Wo kann man sich denn sonst noch so... Was war das für ein Erdbeben? Wo kann man sich denn sonst noch so draufklapsen? Die Auswahl ist unbeschränkt. Peitsch mich, oh Gott. Jetzt machen wir mal wieder langsam. Masochismus Level 1009, oh Gott. Da sage ich mal, da habt ihr ja ordentlich mal dran gearbeitet. Warte, hier war noch ein Raum? Oder gab es dazu wieder irgendwo einen Geheimgang, den ich erstmal öffnen muss? Oder ein Gitter, was ich öffnen muss. Hier. Hier? Hier. Kommt noch wohl. Oder wieder von oben oder von unten und dann kommen wir außenrum über einen anderen Weg dahin. Gut, dass ich den Chat gelesen habe. Chat, vielen Dank für das Retten meines Lebens. Oder ein Befehl, bei dem man selbst entscheiden kann, von wem man sich auspeitschen lässt. Das wäre auch sehr nett, ja, ja. Und dann führen wir sowas ein wie den Peitschenkönig und die Peitschenkönigin. Auch Domina genannt.
Wer ist nochmal eine männliche Domina? Hier, sehr wichtige Fragen. Wichtige philosophische Fragen. Ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast, aber wenn nicht, würde ich die Mod Insanity Clause empfehlen. Die ist ziemlich lustig, leider im Moment nur auf Englisch. Ja, das ist kein Problem, das ist auf Englisch. Ich habe die meisten Mods, die wir bisher gespielt haben, waren immer auf Englisch. Und ich habe halt immer im Stream dann spontan übersetzt und halt erklärt, was passiert ist. Aber Insanity Clause wurde mir schon empfohlen. Das habe ich noch auf der Liste drauf. Wollen wir dann auch auf jeden Fall noch machen. Auf jeden Fall, mein Freund, auf jeden Fall. Käsefüße kitzeln. Käsefüße kitzeln klingt nach einer nach einer viel schlimmeren Folterart. Gott, Käsefüße, oh! Wer am öftesten Domino? Eine Domina und ein Domino? Wer braucht denn eine männliche Domina? Ja, hallo? Bedürfnisse der Frauen, Gleichberechtigung, hallo, alles klar? Wo ist das Problem hier? Hast du schon Hast du schon Forgotten City gespielt? Ja, habe ich. Auf meinem YouTube-Channel, auf Twitch, weiß ich nicht, ob das hier noch dauerhaft gespeichert ist, ich glaube nicht mehr. Aber auf meinem YouTube-Channel kannst du Forgotten City angucken. Forgotten City hatte bisher eine meiner absoluten Lieblingsstories von den Story-Mods, war richtig, richtig gut. Geniales Ding. Ich glaube, Forgotten Cities wird immer noch eine meiner Favoriten Story Mods sein. Also von der Story her gesehen. Und die Mod ist jetzt für mich persönlich jetzt schon mein Favorit rätselmäßig gesehen. Ich meine gut. Rätselmäßig gesehen haben wir jetzt hier die letzten 3-4 Rätsel waren alle nicht wirklich Rätsel, sondern einfach nur laufe den Gang fertig, drück den Hebel, lauf dann den nächsten Gang fertig zu Ende, der durch den Hebel geöffnet wurde, und nachdem du ihn fertig gelaufen bist, wird es dort in dem Gang nochmal einen Hebel geben. Und er öffnet dir den nächsten Gang. Deswegen. Ich mag keine Domina sein, Schmold. Ja. Ah ja. Genau. Und jetzt nehme ich mal ganz stark an, ist jetzt die Tür zu diesem letzten Gang aufgegangen. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, erstens, dass es hier wahnsinnig viel Geld gibt, wenn ich wirklich jede Urne looten würde. Das wäre ganz schön viel. Nee, aber das ist ziemlich viel. Ich meine, zum Glück sieht die Pyramide auch geil aus, aber ansonsten ist es eher so, Schalter hier, Schalter da. Aber das ist immer noch besser als Orden des Drachen-Rätsel, die nicht wirklich Rätsel waren, sondern... Finde, bitte, nächster Auftrag an dich, finde 10 Gegenstände, die über eine sehr große Fläche sehr weit verteilt wurden und sehr winzig und, ich meine gut, sonst würde man nicht sagen, sie wurden versteckt, aber die wirklich drecksackmäßig versteckt wurden. Geh das jetzt finden, ja, das macht Spaß, gell, ja. Orden des Drachen, nein, das macht keinen Spaß. Fuck. Wie komme ich da jetzt hin? Ach, vielleicht durch den Hauptraum. Ach, stimmt, ja, das könnte natürlich auch sein. Durch den Hauptraum. Ich habe nur ein bisschen Angst, hier zu sprinten, wenn ich ehrlich bin, damit ich nicht über die Schalter gehe. Mubot will dich nicht fremdgehen lassen. Schlag fremdgehen. Mubot... Seitdem ich den Befehl eingeführt habe, ist Mubot ziemlich schlagfertig geworden, sage ich mal. So, hier lang wollten wir. Jawohl, das müsste jetzt neu aufgegangen sein. Genau, jetzt können wir unten rum lang gehen. Und das führt uns jetzt in den Raum, glaube ich. Perfekt. Bitte keine Fallen! Oh, und was mir einfällt, das benutze ich viel zu selten.
Hier. Oh ja. Jawohl, Flammengeist beschworen. So läuft das hier. Der macht aber weniger Schaden als erwartet. Ah, sogar zwei beschworen. Perfekt. Ich wollte gerade fragen, ich habe ja eigentlich zwei gekillt. Kommen dann auch zwei? Nice. Bekommt auf einmal kalte Füße. Schnell, Leute. Wir müssen Drea ablenken, damit sie nicht merkt, was wir hier tun. Könnte jemand kurz im Chat Bishop erwähnen? Einfach Bishop erwähnen. Perfekte Ablenkung. Funktioniert jedes Mal. Funktioniert in einem von 100 Fällen jedes Mal. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Was ist das jetzt hier für ein Rätsel? Kann ich hier die drehen? Genau. Soll ich jetzt versuchen, die Wörter da zu buchstabieren oder so? Okay, dann. Oh! 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 Achso, das waren nur meine Tiere. Okay. Ich nehme an, ich soll jedes der Wörter jetzt einmal buchstabieren oder so. Denke ich. Vielleicht. Keine Ahnung. Das ist eine 7. Oder das oberste Symbol, glaube ich, zählt. Warte mal. Ist überhaupt eines der Symbole da? Das ist so ein S. Das S ist aber auch nicht da. Und das ist auch nicht da. Kriege ich irgendeinen Hinweis, was korrekt ist? Kein ratterndes Geräusch oder irgendwie sowas? Ich glaube, da an der Wand soll Hinweis sein, was genau ich machen soll. Also was für Kombinationen. Aber ich glaube, da müssen wir... Warte. Kann ich die Tafel lesen? Nein, kann ich nicht. Okay. Brauchen wir vielleicht noch irgendwo einen anderen Hinweis? Aber das sieht schon ziemlich stark danach aus, als ob ich genau danach gucken sollte. Was? Bishop? Worum ging's gerade? Bishop? Muss ich woanders in einen anderen Raum reingehen? In der Pyramide oder... Nee, ich glaube tatsächlich, das ist das Einzige. Drehen sich die Dinger? Ich weiß nicht. Warte mal, während ihr auch gerade noch ein bisschen hier am Rätseln seid, ich muss kurz für 2 Minuten was gucken gehen. Ihr könnt euch so lange einfallen lassen, was zur Hölle hier verlangt wird. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also. Ich sag mal, was ich dazu denke. In diesem Raum kann ich jetzt gerade mit dem Rätsel nichts anfangen. Ja, ich hätte gesagt, vielleicht muss ich muss passende Symbole zu dem auswählen, was hier vielleicht steht oder so. Ich muss eine richtige Symbolkombination auswählen, aber zum Beispiel aus dem oberen Bereich... Und ich glaube, aus dem unteren Bereich auch
Nee, dieses gebogene O gibt es da. Dieses. Oder dieses N. Und das Oblivion-Symbol. Aber alle anderen Symbole sind nicht da. Das heißt, wir müssen halt. Irgendwo muss es noch Hinweise geben. Soll ich mal übersetzen? Nee, ich will das Rätsel so normal lösen, sag ich mal, wie nur irgendwie möglich. Also so ohne, weil ist ja nicht jeder, der hier reinkommt, irgendwie Drachensprache bewandt. Es gibt 3 Plattformen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo auch 3 Hinweise haben. Und es gab 3 große Flügel hier in diesem Bereich. 3 größere Hebel so, ne? Da oben geht's hier weiter und dann waren wir 1, 2 und dann hier war das so groß für 2. Und Rattlesnake sagt auch, es gab Hinweise, aber außerhalb des Raumes. Ich habe ein Vögelchen zwitschern gehört, dass ich das nicht muss, nur auf 3.0, weil... Achso, wegen der Romans-Mod, ja. Nee, okay. Also ich würde es gerne normal versuchen zu lösen, das Rätsel. Also normal im Sinne von nicht Daedra-Zeichen übersetzen, sondern normal im Sinne von die Hinweise für die Rätsel so finden, wie man sie wahrscheinlich hätte auch finden sollen. Oder so. So. Frage ist jetzt nur... Ich kann mich nämlich nicht an irgendwelche Botschaften oder sowas erinnern. Deswegen, ich laufe jetzt mal trotzdem nochmal hier zu Ende den Weg. Warte, genau hier wollte ich gucken einmal. Alles so ganz viele Inschriften, aber... Ich hatte gehofft, dass wenn ich vielleicht hier so ein bisschen genauer gucke in diesen besonderen Bereichen, dass dann irgendwo, weißt du, so ein Symbol groß angezeigt wird, sodass ich dann merken kann, aha, dieses Symbol, gut. Aber... Oder, was natürlich auch möglich ist, am Ende von diesem Bereich, in der Pyramide, wo wir den Hebel umgelegt haben, dass dort irgendwo ein großes Symbol ist. Das könnte auch sein. Aber wenn dort auch nichts sein wird, dann weiß ich nicht, wie genau man gucken muss, um das richtige Symbol herauszufinden. Oder wo ein Hinweis hätte sein können. Ich kann die Drachensprache, nur ist das keine Drachensprache, ist wohl Daedrisch. Ja, das müsste Daedrisch sein, ja. Aber frag mich nicht. Ich bin kein Sprachenexperte. Ah! Ja. Stimmt, ja. Ich dachte, das wären nur Deko-Dinger. Ich schreibe mir das mal auf, ne? Hier so. Also, das erste, ich glaube, das war hier so das. So. Das war... Stimmt. Jetzt, wo ich es sehe, fällt es mir wieder ein. Stimmt, da waren ja so Kreise. Ich habe die nicht beachtet, weil ich dachte, die wären nur Deko. Stellt sich heraus, sie sind nicht einfach nur Deko. Okay. Jetzt nehme ich an, ich muss jetzt... Ich weiß nicht, ob wir in 2 oder 3 so Pyramiden oben waren, aber 3 würde mehr Sinn ergeben. Dann müssen wir wohl jetzt jedes von den Dingern einmal finden. Idee, darf ich erläutern? Ich probiere es erstmal so mit der Idee, die ich jetzt gerade habe. Hallo, Ewi Elias. Hallo. Oh nein! Ah! Kopfschmerzalarm! Hallo, Kisame. Na, ich Idiot, muss erstmal mindestens guten Abend oder so wünschen. Alles ist gut. Du kannst einfach auch so reinkommen und anfangen zu erzählen. Bin ich auch sehr froh drum. Gibt es in Skyrim einen guten Spell für Assassinen? Also nicht unsichtbar werden oder Gegner töten?
sich gegenseitig, sondern sowas wie Paralysieren oder Insta-Death. Also Paralysieren gibt es als Gift? Als Gift auf der Waffe? Und außer Paralysieren? I don't know, ehrlich gesagt. Ich habe nie einen Assassinen gespielt, deswegen habe ich da jetzt nicht irgendwie 20 Sprüche parat, wo ich sagen könnte, jawohl! Es gibt aber mit der Mod, die ich hier installiert habe, also Insta-Death gibt es, soweit ich weiß, nicht. Das wäre auch ein bisschen overpowered. Aber es gibt mit der Mod, die ich installiert habe, hier mit diesen 155 neuen Zaubersprüchen, wenn du auf Wiederherstellung gehst, vielleicht war es auch eine andere Zauberschule, aber wenn du da drauf gehst, dann kannst du sowas lernen wie Kreis der Toten oder Kreis des Todes heißt der Zauberspruch, dann wird um dich herum ein Kreis gecastet und wenn die Gegner unter 30% auf unter 30% Leben fallen, während sie in dem Kreis sind, sterben sie sofort. Also es ist nicht ganz Insta-Death, aber du kannst quasi 30% vom Leben einfach so zack abgezogen. So, das war hier nochmal ein extra Bereich. Lass uns mal hier gucken. Genau, so ist das. Das war hier dieses S, so. Das S. Und dann müssen wir noch das letzte sehen. Ich meine, jetzt könnte ich eigentlich theoretisch wieder zurücklaufen. Einfach zurücklaufen und das letzte Symbol einfach erraten. Ich denke nicht, dass das jetzt noch so ein Drama wäre. Aber ich weiß nicht, ob sie in der richtigen Reihenfolge wären. Deswegen lieber sicher sein über die drei Symbole. Oh, und da ist das letzte. Lieber sicher sein über die drei Symbole und dann, genau, das war dieses N. Und dann kann man die drei Symbole durchmixen, wie man es gerade braucht. Schauen wir mal dann. Das ist Oblivionianisch. Was ist Oblivionianisch? Ach so, habe mich gerade gewundert. Drea schreibt so, zum Beispiel scheint es dieses Mal Rassenerkennung zu geben, ist aber nicht offiziell. So, Rassenerkennung? What? Beim neuen Elder Scrolls Titel? Nee, Rassenerkennung, also was für eine Rasse du bist, ne? Stinkender Ork oder so, konnten sie ja eigentlich schon früher feststellen. Was meinst du? Ach, Romance-Mod meinst du? Ah ja. Finde ich aber gut, dass es sowas wie Rassenerkennung gibt in der Romance-Mod dann. Dann können nämlich deine Partner, sage ich mal, dann auch sagen, oh, du bist so schuppig, oh. Du bist da unten herum so schuppig. Ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres funktionieren wird. Puh. Ich meine, das wäre natürlich schön immersiv. Das wäre schon immersiv. Und für Immersion muss man alles geben. Du hast Inigo? Jawohl. Inigo habe ich gerade jetzt nur nicht mitgenommen, weil Inigo... Man soll ohne Begleiter die Mod machen. So, jetzt. Mit neuen Hinweisen, meine Freunde. Auf ein neues. Also zuerst hatten wir hier diese 7. 7. Dann hatten wir das S. Das hier. Zack. Und als letztes hatten wir das N. Das war das hier. Das sollte so passen. Nice. Es gibt eine Mod in eine ähnliche Richtung mit weiblichen Vanilla-Charakteren, aber nicht wirklich mehr sexualisiert, als der Romance-Mod 3.0 sein wird. What? Gibt's auch sowas in nicht komplett übersexualisiert mit weiblichen Chars? Ja. So war das, ne? Die Romance-Mod, die war nur für... Oh, was haben wir denn hier? Nur für, wenn du einen weiblichen Charakter spielst, weil alle möglichen Partner sind halt männliche Charaktere. Du bist so schuppig, jetzt musste ich an das lustige Video mit Bishop und der Echse denken.
Ihr macht mich echt neugierig. Ich meine, in fast jedem Skyrim-Stream reden wir über die Romance-Mod. Oder wird im Chat erwähnt. Deswegen, es wäre fast schon eine Schande, wenn ich das nicht spielen würde. Dann lasse ich mich mal eine Runde von diesem Bishop verführen, ja? So, dann seht ihr mal. Dann seht ihr mal, ich muss nur einen weiblichen Charakter erstellen. Oder vielleicht kann ich einfach kurz die eine Mod nochmal installieren, mit der ich meine Echse schön ummodellieren kann. Dann mache ich meine Echse einfach kurz mal auf weiblich. Kurz Geschlechtsumwandlung, bam. Bishop wird schon nichts dagegen haben und los geht's. Eyeball licking. Oh, fuck. Fuck you. Ben Sala. Hört sich an wie ein besonderer Salat. Oh ja, burn baby. Oh, der hält gar nicht mal so viel mehr aus wie eine normale Mumie. Yokuda. Gibt euch die Möglichkeit, Feinde wegzustoßen. Oh lol. Das ist ja wie ein gleicher Effekt wie aus Wheels of Lull, oder? Ja, wer ist Bishop? Hände weg, der ist meins. Ich meine, Bishop löst ja sogar zum Teil höheren Hype aus als Jesper. Deswegen, ich meine, da müssten wir allein schon aus wissenschaftlichen Gründen das mal untersuchen gehen. Was es damit auf sich hat. Ob Livin bekommt dann Jesper. Meine ich ja. Was haben wir hier? Nicht zum Looten? Schlüssel zur Oase von Morasul. Na, endlich. Alter Falter. Oh. Jemand hat das Licht angemacht hier. Muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Fuck. Gibt's hier keinen Quickie-Ausgangi? Mist. Aber gut, wir haben den Schlüssel. Das ist schon mal ein Anfang. Ich muss nochmal, ständig sagen alle nur, wie toll sie Jesper fanden. Hallo? Kann irgendjemand vielleicht auch mal von Enderal der lieben Kalia ein bisschen Credit geben? Ja? Kalia war auch, Kalia. Das war auch eine super Dame, okay? So super, dass ich jetzt gerade kurz Name verwechselt habe. Aber das macht ja nichts. Hallo? Sie hat auch ein bisschen Beachtung verdient, die Arme. Das war eine gute Mitarbeiterin. Ich meine, ich habe sie zu lieben gelernt. Sie und das Biest in ihr. Hallo? Ach, ihr redet von Enderal. Ja, zumindest Jesper aus Enderal. Dieser andere Typ da, dieser Mr. Bishop, der ist aus einer anderen Mod. Worauf irgendwie alle voll am Abfahren sind. Ich weiß noch nicht warum, aber das wird noch recherchiert. Kalia war Schnieke und Badass. Danke, Almegendil. Endlich mal jemand, der auch die liebe Kalia vertritt. Hallo. So, dann. Wo war das andere? Das andere brauche ich ein Amulett, welches im östlichen Teil des Landes befindet. Lasst es uns angehen. Okay. Hört ihr das? Mein Mikrofon sagt, dass es ausschlägt. Das ist übrigens unsere Waschmaschine. Oh mein Gott. Los. Fuck. Alles fällt auseinander. Wayne Train, danke für den Follow. Bediene ich an der Käseplatte. Mr. Wayne Train. Der ganze Boden vibriert hier, ey. Jesus Christ. Meine nächste Waschmaschine soll bitte im Keller sein. Oh. Ich mochte Kalia auch, war nur zu blöd, um sie zu romancen. Ja, es war bei ihr gar nicht mal so einfach, glaube ich, ne? Mr. Bishop. Ihr macht mich fertig, ja. Oblivion Angel, das ist hier... Sehr, sehr komplexe Liebhabergeschichten gibt es hier. Sehr komplex. Oh, was haben wir hier? Gott. Laterne des Nordens. Aktivieren. Sorry. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht, Jungs. Warte, ich knall das Vieh kurz mal von hier aus ab.
Woo! Oh Gott, nachts brauche ich mehr Schüsse für sie. Ich habe ganz vergessen, dass nachts kälter als draußen ist. Ich glaube, jetzt ist dieser so ein Lichtstrahl da rausgekommen. Gott, wie viel Leben kann man haben? Dürfte ich fragen, welche Mod die mit den Spells war? Apokalypse war das. Apokalypse. Drachenseele aufgenommen. Was? Vielleicht, weil Kühne jetzt so zufrieden ist oder so? Mich hat Kalia ständig angemacht, ohne dass ich es wollte. Das war mit der Zeit lästig. Echt? Dich hat Kalia ständig angemacht? Was hattest du denn für eine Kalia? Also ich kann sagen, dass der 0. Doktor meiner ist. Aber das hilft euch jetzt auch nicht weiter. Der 10. Doktor. Ja, doch wahrscheinlich von Doctor Who, oder? Gibt ja immer wieder andere Doktoren, davon der 10. Ich weiß halt nur nicht, wer er ist oder wie er aussieht. Boah, wow, sind hier viele. Jesus Maria. Ich meine, in der Wüste scheinen hier nicht so viele Sachen zu sein. Deswegen, ich würde sagen, wir sammeln mal alle Reisepunkte ein und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier auch, dass es richtig viele Geheimnisse gibt in der Wüste. Killen! Oh Gott! Okay, vielleicht gibt es richtig viele Geheimnisse, nur, ja. Ne? Wie sagt man? Nicht so viel... Was heißt, wie sagt man? Nicht, eventuell nicht so viele, wie bei Orden des Drachen waren, weil bei Orden des Drachen war es schon pervers. In Orden des Drachen hätten die 7-Meilen-Stiefel es ertragbarer gemacht. Genau, habe ich ja auch gesagt. Das hätte einen riesen Unterschied gemacht wahrscheinlich. Wenn wir Stiefel gehabt hätten, mit denen wir einfach schneller herumschießen könnten. Ey, ich bin immer noch entdeckt. Die können mich immer noch sehen gerade. Die können mich riechen. Die riechen den Scheiß. Huch. Ich wollte Kalia freundlich behandeln. Das empfand sie wohl anders. Hatte schon Angst, dass es deswegen nichts mit Jesper wird wegen ihr. Ja, ja. Ich wollte ja mit meinem ersten Speicherstand habe ich mich ja auch an Jesper rangemacht. Und mit dem zweiten Speicherstand wollte ich dann eigentlich... Ne? Mit Sanaa mich an Kalia ranmachen, aber... Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Lass ich mich so ausdrücken, weil ich aufgehört habe. Deswegen... Ne? Frostbiss, Flammen und Funken. Okay. Wenn man die... Ich sammle mal die Bücher trotzdem ein. Ich meine, ich kann die Zauber, aber... Okay. Das hört sich doch danach an, als ob es ein Elementarrätsel hier gäbe. Ich sehe nur nirgendwo Hinweise. Doch, hier. Nee, ist nur ein... Ich dachte, hier gibt es vielleicht 3 Bilder. Nee, ist nur ein Bild. Also so viel zu dem Thema. Vorhin gerade erst gesagt... Warte. Okay, nichts passiert. Ich will mal gucken, ob wenn ich irgendwas in diesem Raum mit irgendwas Bestimmtem beschieße, ob dann irgendetwas passiert. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, bevor ich anfange, hier irgendein Rätsel zu lösen, muss ich erstmal herausfinden, was überhaupt das Rätsel ist. Was? Oh, Oblivion Angel, der 10. Doktor, da ist er. Ach, der. Der sieht so jung aus. So jung. Wo auf Tamriel spielst du gerade? Ich bin gerade in Hammerfell unterwegs. Das ist ein Bereich in Hammerfell von der Mod Grey Cowl of Nocturnal. Entwirrungsversuch. Drea teilt sich mit Locke Bishop, lässt sich aber hin und wieder von Sperber auspeitschen. Bishop wird aber auch von anderen begehrt und Shadow versucht, charmant zu sein, ist aber ein Vollidiot. Was? Ach so. Ja.
Ach so. Oh nein, die Insekten sind alle da draußen. Ach so, stimmt. Ah, ihr habt recht, ja. Ich vergesse das jedes Mal. Ja, ja, ihr habt natürlich recht. Vision. Hä? Oh, warte. Okay, okay. Okay, okay, damit kann ich schon was anfangen. Hat das gegolten? Okay, das war irgendwie Feuer, aber... Feuer, Frost. Ich schieß mal jedes von denen mal so ein bisschen ab mit meinen Zaubern und dann... Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was passiert. So, war das andere? Hagelsturm oder so hieß es, ne? Weißt du was, ich kann es eigentlich auch so machen. Ey! Warte. Passiert nichts. Es passiert nichts, Leute. Warte. Was habe ich noch gehabt? Elektrosphäre. Die rüsten das immer in die falschen Hände aus. Das war wohl nicht die Lösung. Oder vielleicht haben sie gemeint, irgendwie hier mit Blitz oder so? Oder, was auch sein könnte... Was auch sein könnte, ist... dass es nicht mit irgendeinem Feuerzauber und so funktioniert, sondern nur mit dem einen Feuerzauber, den wir vorhin eingesammelt haben. Oh! Ja, ich glaube, das wird sein. Ich dachte... schade. Ich dachte, ich werde uns das jetzt richtig geil alternativ hier lösen, aber ich glaube, wir müssen das nur mit dem normalen Kram machen. Ist es weiter runtergegangen? War Eisstachel der richtige Zauber? Funken war der andere Zauber, soweit ich weiß. Ach nee, das müsste etwas sein, wo ich auch so einen Froststrahl mache. Das war dieses Feuerstrahl, Froststrahl und habe ich den überhaupt gelernt, den Frostzauber? Warte mal kurz. Zauberbuch Hellseelen und Seelenfalle. Wo sind denn die Zauberbücher, die ich dahin gesammelt habe? Ach so, da sind die wieder ganz oben? Ja, da. Nee, Frostbiss kann ich schon. Okay. Da ist es. Ich kenne meine eigenen Zauber nicht, Leute. Langsam werden das immer mehr. So, okay. Kaius... What? Für das Tagebuch habe ich das gemacht. Okay. Einige Mods reagieren nicht auf Modzauber. Ja. Ich hoffe immer, wenn ich so etwas sehe, dass... Weil du kannst ja auf verschiedene Arten und Weisen modden, habe ich schon gesehen. Du kannst entweder die ganze Sache so modden, dass... Warte, lass mal direkt dahin reisen.
so modden, dass es auf Elemente reagiert, dass Sachen auf Elemente reagieren und wenn du halt ein bestimmtes Element castest, auch Mod-Zauber, Blitz castest oder so, dann reagiert das. Hat man zum Beispiel gesehen bei der Hauptquest, nicht Hauptquest, bei der Vanilla-Skyrim-Quest zum Meister Zerstörungsmagier. Da konnten wir auch ganz normal mit Mod-Zaubern schießen und es hat funktioniert. Aber ja, man kann es nach Elementen machen oder man macht es so wie hier halt. Speziell nur dieser eine bestimmte Zauber geht. Alles andere geht nicht. Aber gut. Bethesda.net ist down. Oh nein! So, warte, hier ist noch etwas. Bei dem Sturm kann ich halt nur nichts sehen. Mich können sie, wie es aussieht, auch nicht so ganz. Dünenmörders Nest. Ja, na super. Boah, die haben gerade eben ein ganzes Rudel Wölfe getötet. Ja, Dünenmörders Nest. Das muss erstmal nicht sein. Lalala. Gehen wir nach Al-Chedim und von da aus weiter nach Osten zum Beispiel. Da war auch noch irgendein Gebäude oder was auch immer das ist. Dann hättest du mal in Winterfeste mit Darren stehen sollen, nicht in 2.0. Warum, was hat er gesagt? Der hat sich schon aufgeregt, dass Lydia in Briesenheim in meinem Schlafzimmer saß. Weil die Romance-Mod, von der er immer wieder erzählt, die hört sich so umfangreich an. Die NPCs, die man da romancen kann, die haben so viele Reaktionen auf alles Mögliche, mit allen möglichen irgendwie anderen NPCs und egal was du machst, irgendwie sagen die immer irgendwas dazu. Das hört sich eigentlich voll crazy an. Los, los, los! Love Revi Streams. Danke für den Follow, bediene ich an der Käseplatte. Habe ich was verpasst? Kommt drauf an. Wann hast du denn das letzte Mal hier etwas gesehen oder so? Ich meine, natürlich, total viel verpasst. Oh nein, oh Gott. Nee, aber wir spielen heute Grey Cowl of Nocturnal. Zum zweiten Mal. Also den Anfang hast du zum Beispiel verpasst gestern. Bau der Ahnengeparden. Nee, danke. Ich würde sagen, zu den Ahnengeparden kommen wir nochmal hin. Sobald wir das Amulett haben, was uns unempfindlich gegenüber Ahnengeparden macht, was dafür sorgt, dass sie uns nicht mehr angreifen. Gehen wir nach Al-Chedim, dann von da aus weiter nach Osten, Schnellreise, Stone guckt nach Osten, dreht sich um, rennt nach Westen. Wieso? Wir rennen doch nach Osten. Also ich bin jetzt vorhin nur nach Westen gelaufen von hier aus, weil ich noch den Reisepunkt auf der Karte gesehen habe. Und weil ich generell immer zuerst in die Richtung laufe, wo ich nicht weitermachen will, bin ich zuerst nach Westen gelaufen. Ich gebe dir Bescheid, wenn 3.0 draußen ist, dann dauert das meiner Schätzung etwa noch so einen Monat. Okay. Kamun Abtra. What? Was ist das hier? Sing mir ein Schlaflied, ich bin müde. Okay. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater hüt dich scharf. Deine Mutter schüttelt dir dein Bäumelein. Heraus tropft ein Träumelein. Diese Kindersongs sind gar nicht so harmlos, wie ich sie in Erinnerung habe. Ganz schön ekelhaft. Weiß auch nicht. Du musst doch gerade zu dem Bau hin. Echt? Amulett des Gepardenbündnisses muss ich holen. Also da waren zwar Geparden, aber ich dachte, soweit ich weiß, wurde doch gesagt, mit dem Amulett werden dich keine Geparden mehr anfallen und dich halt einfach in Ruhe lassen. Deswegen dachte ich, ich sammle erstmal von woanders das Amulett, damit ich dann halt überall, wo die Geparden sind, dann in Ruhe gelassen werden kann. Boah, was ist denn hier los? So viele.
Amunapta, die ägyptische Stadt der Toten. Ah ja, okay. Ja, ich merk's. Apropos ägyptische Stadt der Toten. Guckt euch mal meinen Kompass an. Was ist denn hier passiert? Oh, Jesus. Ich dachte, es kommt von oben. Die jedes halbe Jahr ereignete sich, dass Shitwolf keinen Verbot mehr hat und deswegen einen legendären Stream von Stone ergötzen kann. Heute ist einer dieser Tage. Hattest du so lange Verbot gehabt, oder was, Shitwolf? Na dann schön, dich mal wieder zu sehen, sag ich mal. Gott, ey, was ist denn hier los? Das sind die ganzen... Ganz ehrlich... Ich glaube, wir gehen hier erst später weiter rein. Momentan ist das noch, ich wüsste nicht, warum ich mir die Mühe machen sollte, weißt du? Ich glaube, ich will eher erstmal die Hauptstory machen und danach gucken wir nach Nebenquests, gucken, in was für Gebäude wir sonst noch so oder Pyramiden reingehen können und so. Haben wir es jetzt geschafft? Nun! Nix damit, Toussol. Ich glaube, die haben es echt schon seit einer Weile geschafft, meine Waffe wieder komplett leer zu saugen. Okay, so. Ich renne mal nicht besonders weit rein. Sondern nur so in die ersten ein, zwei Räume, um zu gucken, wie groß die Ruine ist. Weil wenn die, oder die Pyramide oder was auch immer, wenn das Ding nämlich nur so zwei, drei Räume groß ist, was ich bezweifle, ehrlich gesagt, aber wenn das nur so ein kleines Ding ist, dann, ja, okay, vielleicht auch nicht. Dann kann man hier auch einmal kurz durchdüsen. Ich meine, es ist eine Pyramide, ja. Seit wann sind Pyramiden klein? Jetzt habe ich wieder irgendwas angelockt von irgendwo anders her. Okay, nee, die Pyramide ist auf jeden Fall größer. Dann würde ich sagen, wir gehen hier durch, sobald wir von irgendeiner Quest reingeschickt werden. Würde ich mal so ganz spontan sagen, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde hier irgendwo herumlaufen. Vermutlich bin ich nächsten Monat wieder für ein halbes Jahr weg. What the fuck? Wie immer zu viele Streams gegönnt. Filmwissen for the win. Ah, nice. Okay. Also ich habe eigentlich angenommen, dass ich irgendwo im Osten, ich meine, das ist ja auch gerade im Osten. Warte, hier gibt es noch weiter im Osten nochmal was, ne? Lass mal vielleicht zuerst dahin gehen. Dass ich etwas holen soll, was mich unsterblich gegen die Ahnengeparden macht. Unsterblich! Oder... Was dafür sorgt, dass sie mich nicht mehr anfallen. Und... Ja. Ich wollte es halt irgendwo anders herholen und dann... Ja, dammit! Irgendwo herholen, wo keine Geparden sind und das dann quasi als Freifahrtschein haben für Bereiche, wo Geparden sind. Aber ich glaube, Rattlesnake hat ja die Mod schon gespielt. Er hat ja direkt gesagt... Oh, aber hier sind doch... Was so viel heißt, wie dort wäre es weitergegangen. Oh Gott, ja. Alles klar. Also Nahkampfwaffen, gegen die muss ich echt Frost einsetzen. Warte, wie viel Uhr haben wir gerade? 9 Uhr morgens? Warum wird es so dunkel in dieser Stadt? Lies doch mal die Quests, nochmal die Questbeschreibung durch, wo du es herholen sollst. Habe ich schon, steht nicht drin. Da steht nur Osten. Aber da steht nicht... Verfluchter Krieger, oh nein! Das sieht jetzt zwar cool aus, aber ich glaube, hier muss ich auch noch nicht sein. Oh Gott, es tut mir leid, ich habe das ganze Dorf hergepult. Ah! Warte, ich versuche mal kurz aus der Range rauszulaufen. Was ist das für ein Schall? Das ist hier doch keine Höhle. Warte, lass mich kurz. Hätte im Questlog gestanden, wo das ist, wäre ich da schon hingelaufen, aber hat's halt nicht.
Ich habe sogar schon ein paar Mal ins Questlog geguckt, hier so. Hier steht, der Schlüssel ist in Al-Shedim. Gut, das Hammer. Das andere ist das Amulett des Gepardenbündnisses im östlichen Teil des Landes. Los, los, los! Hier ist zwar Bau der Ahnengeparden, aber nicht irgendwie Zuhause des Gepardenbündnisses oder irgendwie sowas. Jo, ich habe alle gepult. Fuck! Warum ich? Gut, dann würde ich sagen, räumen wir die mal auf. Eigentlich sollte dein Quest... Das war falsch. Eigentlich sollte dein Questmarker sein, aber die wurden mit dem letzten Update entfernt. Ach so, interessant, okay. Gut, ich meine, bisher ist die sind die Quests nicht so komplex, dass wir tatsächlich Questmarker bräuchten. Es geht auch schon ohne Questmarker. Aber Questmarker würden halt solche... die lassen mich hier nicht mehr gehen, glaube ich. Ich muss den killen. Questmarker würde meine Frage zum Beispiel jetzt beseitigen an dieser Stelle. Vilja und Rickmore werde ich noch in der Special Edition spielen. Ja, ich auch. Das ist eine der Mods, die ich auf jeden Fall noch spielen will. Rickmore wurde mir schon so oft empfohlen und ich habe auch so viele gute Bewertungen gesehen. Bin ich gespannt. Probieren wir auch unbedingt aus. Unbedingt. Unbedingt und sehr gerne. Okay, jetzt habe ich es fast geschafft. Jetzt sind da noch 3 Geister oder so. Dann habe ich tatsächlich ein gesamtes Geisterdorf getötet. God damn it, ihr Säcke. Könnt ihr mich nicht einmal gehen lassen? Weißt du, einmal will ich Urlaub machen. Nein. Ein einziges Mal. Oh, scheiße. Das waren doch nicht 3. 3 waren zwar aggro, aber... Habe ich nochmal mehr gepult? Mist! Na gut. Ich nehme an, dort, wo wir das Geparden-Amulett herkriegen, dort werden vielleicht so 3-4 Geparden sein Maximum oder sowas. Und in dem anderen Bereich, wofür wir das Amulett brauchen, dass uns die Geparden nicht mehr angreifen, ich nehme an, dort werden eher so 20, 30 von den Geparden sein. Irgend sowas Perverses, wofür wir dann auf jeden Fall das Amulett brauchen werden. Durch ein paar wenige durchkämpfen, um dann die riesige Zahl zu besser überstehen zu können. Die Musik ist übrigens sehr geil. Schlüssel erforderlich. Okay, das ist wahrscheinlich Hauptquest. Ich hoffe, die Typen hier werden nicht nochmal neu respawnen. Vergessene Stadt. War auf jeden Fall cool, dass es so dunkel wurde und die ganzen Geister dazu. Nice, very nice, yes. Yo! Ach, die machen gar nicht so viel Schaden. Warum wurde dann vorhin so ein Aufriss gemacht? So von wegen, oh mein Gott, Ahnengeparden. Oh mein Gott, da musst du voll aufpassen. Das ist ganz kranker Shit. Stimmt doch gar nicht. Das war jetzt eigentlich relativ so softy-mäßig. Probieren wir mal. Ein echter Dieb schleicht auch vorbei an Geparden. Ja, stimmt. Aber ich bin halt kein echter Dieb. Ich meine, das war ja klar, oder? Das war ja klar, oder? Ich meine, den größten Teil in dieser Mod bin ich bisher geschlichen, wenn Schleichen ging. Wenn ich jetzt hier so am Erkunden war und so weiter, dann... Habe ich da mal größtenteils drauf geschieße, verstehst du? Ich würde mal sagen, ob ich weiterschleiche, gleich, wird davon abhängen, wie schwer das hier wird. Das eine Mal habe ich zum Beispiel geschlichen im Reich von Molag Bal. Da war es aber auch klar, dass ich schleiche, weil da gab es am Ende eine Belohnung. Eine Belohnung, wenn man es schafft, ohne einen von den Feinden zu töten. Gut, man hätte auch durchsprinten können und nicht schleichen, klar. Aber, ja. Yeah. War nur so ein Gedanke, ja. Ich meine, die meiste Zeit bin ich auch geschlichen, aber das wird mir einfach zu lange dauern sonst. Mist! Was ist das für ein Gitter? Oh, 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 pass auf. Oh, oh, warte, ich speichere mal lieber, bevor ich mich irgendwo festbugge. Also es ist wahrscheinlich nicht verlangt, dass ich hier...
Also nicht beabsichtigt, dass ich hier rüber springe. Okay. Nee, das sieht nicht so aus, als ob das gewollt wäre. Oh wow, ich bin ziemlich weit weg. Ich hatte Schleichen auf 100 und konnte Unsichtbarkeit casten. Das brauchte man auch, wenn man hier durchschleichen wollte. Ich hatte bisher im Reich von Molag Bal hab... Oh wow, die haben mich jetzt schon erkannt. Oh, Jesus Christ. Ich meine, gut, es sind Tiere, ne? Die können mich wahrscheinlich noch leichter aufspüren. Ja, okay, das ist mir zu dumm. Keine Lust. Selber schuld, ihr Drecksviecher. Let's go, hey ho. Okay, das sind ziemlich viele. Also erstens mal... Warte kurz. Zünden wir erstmal alle an. Ich meine, ich würde auch durchschlagen. Mein Schleichskill ist gerade auf 65 oder so. Also, die, ich sag mal, die Chance wäre ziemlich gering gewesen, dass ich da wirklich hätte durchschleichen können. Deswegen... Meh. Meh. Let's go! So, mal ein bisschen frittieren hier. Den können wir auch nochmal neu aufladen. Vielleicht hilft Hellsehen. Nee, nee, ich weiß ja, wo ich hinlaufen muss. Ich brauche ja kein Hellsehen. Und Hellsehen funktioniert, wie gesagt, nur, wenn du einen Questmarker hast. Ohne Questmarker ist halt Hellsehen ein bisschen nutzlos. Aua, aua, aua. Mein Skill reicht nicht aus. Ich kann nur töten. Ich kann immer nur töten. Oh Gott. Okay, das hat ein... Oh Gott, nein, wo bin ich? Ah. Wie bin ich auf die Taste gekommen? Okay, 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 okay. Sag mal, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert eigentlich? Ich sollte einen Quicksave da oben auf der Mauer gemacht haben. Genau, hier. Okay, pass auf. Dann mach mal vielleicht... vielleicht laufen wir einfach durch? Ich hab noch Stiefel, die mich nochmal 22% nochmal besser schleichen lassen. Aber da sind so viele von denen. Und Kira sagt ja auch, selbst mit Schleichen auf 100 hat sie Probleme gehabt, da durchzuschleichen. Ich habe keinen Unsichtbarkeitszauber. Ich hab nichts. Jo. Ich nehme an, das ist irgendwie vielleicht ein Seitendurchgang oder so. Ah, guck mal. Das hier wäre auch eine Idee gewesen. Das ganze Rudel da hinten. Herr Vulkanzauber. Stimmt, hätte ich auch machen können. Schatulle! Bündnis Ahnengepan. Ach so! Ja, so kann ich das natürlich auch machen. Ich renne hier einfach durch zu der Schatulle und sag dann einfach... ich gehe einfach zur Schatulle und sag dann einfach... Absturz. Einfach, ich sag dann einfach mal Absturz.